Aladdin und die Wunderlampe. Ein Märchlein aus Tausend und eine Nacht. In China lebte ein armer Schneider, der verdiente so wenig, dass er mit seiner Frau und seinem Sohne aus der bittersten Not gar nicht herauskam. Deshalb hatten auch die Eltern keine Zeit gehabt, um sich um die Erziehung ihres Sohnes Aladdins zu kümmern. Man kennt das ja. Und nun war der Bengel halsstarrig, boshaft und ungehorsam geworden und trieb sich den lieben langen Tag auf der Straße herum. Als er in das Lehrjungalter kam, nahm ihn der Vater Schneider in seine Bude und unterwies ihn, wie er die Nadel führen sollte. Aber der Junge hatte kein Sitzfleisch. Wer will es ihm verübeln? Und so oft der Alte ihn den Rücken wandte, schlüpfte Aladdin auf die Straße und kam den ganzen Tag nicht wieder. Alle Strafen halfen nichts. Zuletzt musste der Vater seinen Sohn dem liederlichen Leben überlassen und litt darüber so viel Kummer und Herzeleid, dass er starb. Die Mutter schloss den Laden, machte das Handwerksgerät zu Geld und ernährte sich und ihren Sohn vom Wollespinnen. Aladdin, der nun nicht einmal mehr Furcht vor seinem Vater zu haben brauchte, ward ein immer größerer Taugenichts. Und die Geschichte nahm ihren Lauf. Einst spielte er mit Gassenjungen auf einem Platz der Stadt, als ein fremder Mann des Weges kam. Der betrachtete Aladdin eine Weile, erkundigte sich dann heimlich bei den Nachbarn nach den Jungen und plötzlich trat er auf ihn zu. »Mein Sohn«, sagte er, »ist dein Vater nicht der Schneider Mustafa?« »Gewesen«, sagte Aladdin keck, »denn der ist schon lange tot.« Da fiel ihm der Fremde um den Hals, zerdrückte eine Träne im Augen und seufzte, »Dein Vater war mein geliebter Bruder. Ich bin viele Jahre auf Reisen gewesen und nun, wo ich heimkehre, meldest du mir, er ist tot?« »Indes, ich freue mich, seine Züge in deinem Gesicht wiederzufinden. Und nun hier, nimm dieses Geldgeschenk. Grüße deine Mutter und sage ihr, morgen werde ich sie besuchen, damit ich den Ort sehe, an dem mein guter Bruder so lange gewirkt hat.« Aladdin lief sehr vergnügt heim. Er ahnte nicht, dass der Fremde ein Zauberer war, der fast alles erlogen, was er mit ihm geredet hatte. Und sein Erstaunen wuchs noch mehr, als die Mutter zu ihm sagte, sein Vater hätte nie einen Bruder gehabt. Des anderen Tages traf der Zauberer Aladdin wieder, drückte ihm zwei Goldstücke in die Hand und sagte, »Lieber Neffe, sage deiner Mutter, ich käme heute Abend zu ihr. Und für dies Geld hier soll sie mir ein gutes Nachtmahl richten.« Aladdin gehorchte, und die Mutter ging aus, um Speisen und Wein für den Fremden zu besorgen. Kaum war die Sonne gesunken, trat dieser ins Haus, erzählte mancherlei von seinem angeblich verstorbenen Bruder und es schien, als könne er sich nur schwer über den Tod des Schneiders trösten. Zuletzt wandte er sich auch an Aladdin und fragte, »Womit beschäftigst du dich denn? Ich meine, du bist nun schon bald erwachsen und ich hoffe, du hast das Gewerbe deines Vaters erlernt.« Bei dieser Frage schlug Aladdin die Augen nieder, denn er geriet in großer Verlegenheit. Seine Mutter aber sagte gerade heraus, »Aladdin ist ein Faulenzer. Ein Tunichtgut und gar schlimmere Bezeichnungen würden es noch treffender ausdrücken. Er lungert die Tage über auf der Straße herum. Und da ich nicht zugleich mich und ihn durch Spinnen erhalten kann, so werde ich ihm in der nächsten Zeit mein Haus verschließen. Und er mag zusehen, wie er sein Brot findet.« Machte der Fremde und dachte eine Weile nach. »Wie wäre es denn, wenn ich dir aus meinem Vorrate köstliche Stoffe, eine Menge davon, zur Verfügung stelle, mein lieber Neffe? Vielleicht hast du nur eine Abneigung gegen das Gewerbe deines Vaters. Wenn du aber einen Laden mit feinen Geweben und Linnenzeug aufmachst und du kaufst und verkaufst,
So kannst du leichter ein anständiges Auskommen finden. Weil Aladdin und seine Mutter über dieses Anerbieten sehr erfreut waren, besann sich der Zauberer nicht lange und fuhr fort: Also gut, morgen werde ich dich für meine Kosten anständig kleiden lassen. Und übermorgen wollen wir einen Laden suchen, wie ich ihn im Sinne habe. Am nächsten Tage trafen sie wieder zusammen. Und Aladdin durfte sich bei einem Händler die schönsten Kleider auswählen. Dann gingen sie miteinander zu einem Maler. Und erst spät am Abend kehrte der Zauberer mit dem reich gekleideten jungen Manne in das Haus der Witwe zurück. Die alte Frau war von der Großmut des Fremden zu Tränen gerührt und sagte: Ich zweifle nun keinen Augenblick mehr, dass ihr der Bruder Mustafas seid. Und dennoch wundere ich mich, dass mein Mann mit mir niemals über euch gesprochen hat. Ich danke euch von ganzem Herzen und wünsche euch ein recht langes Leben, damit ihr euch von der Dankbarkeit meines Sohnes überzeugen könnt. Der Fremde sagte nun, er werde Aladdin morgen früh erst einmal durch die schönen Gärten vor der Stadt führen, die schöner seien als alle Gärten der Erde. Und danach wollten sie sich nach einem Laden umsehen, den sie mieten könnten. Am anderen Morgen führte er den schön gekleideten jungen Mann vor die Tore der Stadt. Genauso, wie er es versprochen hat. Und weil Aladdin ihm seine große Freude über die Herrlichkeit dieser Anlagen zu erkennen gab, spazierten sie immer weiter und kamen endlich in die Nähe prächtiger blauer Berge. Aladdin hatte in seinem ganzen Leben noch keinen so weiten Marsch gemacht. Und weil er die Stadt nur noch in feinem Dunste weit hinter sich sah, sagte er: Wenn wir noch weitergehen, so weiß ich nicht, ob ich noch Kräfte genug habe, um wieder zurückwandern zu können. Na, meinte der Zauberer, ein junger Mann darf nicht mutlos werden. Glaube mir, es würde dir sehr leid sein, wenn du jetzt schon umkehrtest. Denn das Herrlichste haben wir noch zu betrachten. Dabei führte er ihn immer weiter. Und über den Geschichten, die er erzählte, vergaß Aladdin die Mühsale des Weges. Endlich kamen sie in ein Tal zwischen mäßig hohen Bergen. Und der Zauberer begann: So, wir sind jetzt an Ort und Stelle. Ich werde dir nun Dinge zeigen, die ganz außerordentlich und allen Sterblichen unbekannt sind. Während ich mit diesem Stahle Feuer schlage, häufe du hier so viel trockenes Reisig an, als du auftreiben kannst. Als das Reisig aufloderte, warf der Zauberer Räucherwerk in die Flamme. Ein dicker Rauch quoll empor, den er bald nach dieser, bald nach jener Seite fächelte. Und dabei murmelte er geheimnisvolle Sprüche, von denen Aladdin kein Wort verstand. Und sind wir ehrlich, nur wenige noch lebende Menschen hätten diese verstanden. Und glaubt mir, niemanden davon will man wirklich befragen. Alsbald aber öffnete sich die Erde und ein Stein tauchte daraus hervor. Der war viereckig und trug in der Mitte einen bronzenen Ring und ein Siegel. Aladdin erschrak über dies alles heftig und wollte die Flucht ergreifen. Der Zauberer aber sprach: Lieber Neffe, du brauchst dich gar nicht zu ängstigen, denn ich verlange von dir nichts weiter, als dass du mir pünktlich gehorchst. Dafür werde ich dir große Vorteile verschaffen. Unter diesem Steine hier befindet sich nämlich ein Schatz, der für dich bestimmt ist und der dich reicher machen wird als die reichsten Könige der Erde. Und nun komm her, fasse den Ring und hebe den Stein in die Höhe. Aladdin tat, wie ihm der Zauberer geheißen, hob den Stein mit leichter Mühe empor und legte ihn beiseite. Da sah man eine Höhle von 3 bis 4 Fuß Tiefe. Die war mit einer kleinen Tür verschlossen. Und zu der Tür konnte man auf einigen Stufen hinabsteigen. Nun hör gut zu, Jungchen. Diese Stufen schreite hinab, dann wird sich die Tür öffnen und du gelangst alsbald durch 3 Säle. Wenn du den 3. Saal verlassen hast,
kommst du in einen sehr schönen Garten. Dort steige die 50 Stufen aus weißem Marmor empor und du wirst eine Nische sehen. Mit einer kleinen, brennenden Lampe. Diese Lampe nimm und lösche sie aus. Und wenn du den Docht fortgeworfen und die brennende Flüssigkeit ausgegossen hast, so stecke die Lampe vorn an deine Brust und bring sie mir. Löschst du sie zuvor nicht? Nun, das wäre blöd. Ganz nebenbei, wenn die Früchte im Garten deine Esslust reizen, so darfst du davon mitnehmen, so viel du willst. Dieser Ring aber, den ich dir jetzt an den Finger stecke, so, ist ein Mittel gegen alles Übel, das dir auf deinem Weg begegnen wird. Begegnen könnte. Und nun, mein Neffe, steige ohne Furcht hinab und sei freudig in dem Gefühle, dass wir durch deinen Gang beide steinreiche Leute werden. Aladdin machte sich auch sofort auf den Weg, fand alles, wie es der Zauberer geschildert hatte, steckte die Lampe zu sich und während er durch die schönen unterirdischen Gärten zurückschritt, hielt er Umschau über all die Herrlichkeiten, die da blühten, wuchsen und standen. Es gab da Blumen und Früchte von allen Farben und von leuchtendem Glanze. Die weißen waren Perlen, die leuchtenden Diamanten, die dunkelroten Rubine, die blauen Türkise. Und alle waren von einer Größe und Vollkommenheit, dass man sich nicht satt sehen konnte. Aladdin, dessen Augen so hungrig waren wie so mancher Drache, nahm von jeder Art ein paar und füllte damit alle Taschen seines Gewandes. Dann ging er wieder zu der kleinen Tür, durch die er hereingekommen war, und sah den Zauberer mit Ungeduld warten. Sobald er ihn erblickte, rief er aus der Vertiefung heraus: »Lieber Oheim, bitte reich mir die Hand und helf mir heraus!« »Mein Sohn«, rief der Zauberer, »gib mir zuvor die Lampe, denn sie könnte dir hinderlich sein.« »Nein, nein, sie ist mir gar nicht hinderlich. Ich werde sie euch geben, wenn ich oben bin.« Aladdin hatte die Lampe nämlich bei all den Früchten verpackt, von denen er auch etliche vor der Brust geborgen hatte. Und er hätte das Gefäß in seiner Lage gar nicht frei bekommen. Der Zauberer aber, weil er glaubte, Aladdin wolle ihn um die Wunderlampe betrügen, geriet in eine fürchterliche Wut, warf wieder von seinem Hexenpulver ins Feuer, und kaum hatte er zwei Zauberworte gesprochen, so sprang der Stein an seinen vorigen Platz. Und die Erde schloss sich, ehe der Sohn Mustafas aus der Höhle herausgestiegen war. Wie der Hexenmeister nun um seine schönsten Hoffnungen sich betrogen sah, kehrte er schleunigst in seine afrikanische Heimat zurück. Mit Aladdin aber musste es allem Anschein nach für immer vorbei sein. Allein gerade der, welcher ihn vernichten wollte, hatte ja Sorge getragen, dass dem Jungen kein Leid geschehe. Er hatte ihm jenen Ring an den Fingern gesteckt, der ihn vor allem Übel bewahrte. Zuerst geriet er zwar in die größte Bestürzung und rief tausendmal um Hilfe aus den Tiefen der Erde herauf. Vergeblich. Endlich stieg er wieder die Treppe der Höhle hinab. Da merkte er zu seinem Schrecken, dass die Mauer, die ihm vor dem offen gestanden, sich schon wieder geschlossen hatte. In undurchdringlicher Finsternis saß Aladdin nun 2 Tage dort. Am 3. aber rang er die Hände und flehte Gott an, er möge ihn aus seiner Qual durch einen sanften Tod erlösen. Dabei drehte sich der Ring an seinem Finger und alsbald stand ein Geist von ungeheurer Größe und schreckhaftem Ansehen vor ihm und sprach: »Was verlangst du?« Wer bist du, fürchterlicher?« fragte Aladdin mit zitternder Stimme. »Ich bin dein Sklave, denn du trägst den Zauberring an deinem Finger.« »Wenn das so ist, so bring mich aus dieser Finsternis.« Kaum war dieser Wunsch ausgesprochen, da öffnete sich die Erde und Aladdin befand sich genau an der Stelle,
an die er von dem Zauberer geführt worden war. Denn das Reisigfeuer verglomm zwischen den Steinen. Mit schnellen Schritten eilte er nach Hause. Aber sein dreitägiges Fasten und die Freude des Wiedersehens verursachten, dass er seiner Mutter wie leblos in die Arme sank. Als er sich endlich erholt hatte, berichtete er ihr von seinen Erlebnissen und zeigte ihr alles, was er aus dem Wundergarten mitgebracht. Aber sie erkannte den Wert dieser Dinge nicht. Seltsam, aber so steht's geschrieben. Dann sank er in einen langen und sehr tiefen Schlaf, aus dem er erst am dritten Tage erwachte. Da bemerkte er, dass seine Mutter gerade ausgehen wollte, um einen Teil ihrer Baumwolle zu verkaufen. Für den Erlös wollte sie gute Speisen erstehen, damit ihr Sohn rascher wieder zu Kräften käme. Aber Aladdin bat sie: »Liebe Mutter, behalte nur deine Baumwolle. Ich werde gehen und die Lampe verkaufen.« Die Mutter holte die Lampe hervor. Und weil sie sehr schmutzig war, nahm sie Wasser und Sand und wollte sie putzen. Kaum rieb sie das Metall, da stieg auf einmal ein riesenhafter, grässlicher Geist aus der Erde empor und rief: »Was willst du von mir? Ich bin dein Sklave, denn ich muss dem gehorchen, der diese Lampe besitzt.« Der Frau versagte die Stimme. Da sprang Aladdin herzu, der schon in der Höhle einen so unheimlichen Gesellen gesehen hatte, und rief: »Wir haben Hunger! Bring uns etwas zu essen!« Der Geist verschwand, kam aber schon im nächsten Augenblicke wieder und trug ein großes silbernes Becken. Darin waren 12 silberne Schüsseln, gefüllt mit vortrefflichen Speisen, 6 große Brote, weiß wie Schnee, 2 Flaschen köstlichen Weines und 2 silberne Trinkschalen. Er setzte alles zusammen auf den Tisch am Sofa und verschwand. Mit größtem Erstaunen setzten sich Mutter und Sohn zu Tische. Und es schmeckte ihnen ausgezeichnet. Denn sie hatten noch nie eine so reiche Tafel gesehen. Nun erwies es sich, dass der Vorrat an Speisen für mehrere Mahlzeiten ausreichte. Und als schließlich doch alles aufgezehrt war, nahm Aladdin eine der silbernen Schüsseln unter seinen Mantel und ging zum Althändler, um sie zu verkaufen. Der Händler war ein schlauer und unehrlicher Mann, der sehr bald bemerkte, dass Aladdin gar keine Kenntnisse von dem Werte der Schüssel hatte. Er gab ihm ein Goldstück und hätte ihm doch 100 Stücke geben müssen, wenn er die Torheit des Knaben nicht ausgenutzt hätte. Und im Laufe der Tage trug Aladdin die übrigen Schüsseln zu dem Händler. Zuletzt aber das Becken, für das er immerhin 10 Goldstücke erhielt. Als auch von diesen 10 Goldstücken nichts mehr übrig war, nahm Aladdin seine Zuflucht wieder zur Lampe. Der Geist erschien abermals und der Knabe verlangte etwas zu essen. Wieder kehrte er mit einem ähnlichen Tafelgerät zurück wie das erste Mal, setzte es auf den Tisch und verschwand. Und wieder ging Aladdin nach einigen Tagen, um die ersten der silbernen Schüssel zu verkaufen. Da kam er am Laden eines Goldschmieds vorüber. Der war aber ein guter und ehrlicher Mann. Er trat zu ihm hinein und der Goldschmied fragte, wie viel ihm der Althändler bei früheren Verkäufen bezahlt habe. Da nannte Aladdin die Summe. »Oh, der Spitzbube«, rief der ehrliche Alte. »Er hat dich 100-fach betrogen, hat er dich!« Dann wog er die Schüssel und zählte dem Knaben 100 schwere Goldstücke auf die Tafel. Aladdin dankte dem guten Manne und obwohl er nun mit seiner Mutter eine unversiegbare Goldquelle an der Wunderlampe hatte, lebten sie vernünftigerweise doch mäßig wie zuvor. Nur, dass Aladdin immer etwas zur Seite legte, um sich gut zu kleiden und die Wirtschaft besser einzurichten. So lebten sie mehrere Jahre lang von der Lampe, die Aladdin von Zeit zu Zeit rieb. Unterdessen hatte er nicht versäumt, sich in dem Geschäfte eines Gold- und Juwelenhändlers sorgsam auszubilden. Und er hatte erkannt,
dass er in den vermeintlichen Glasfrüchten aus dem unterirdischen Garten unschätzbare Kleinodien besaß. Er war indes so klug, sich vor den Leuten seines Besitzes nicht zu rühmen. Und diesem weisen Schweigen verdankte er das hohe Glück seines Lebens. Als Aladdin eines Tages in der Stadt spazierte, hörte er den Befehl des Sultans ausrufen. Jeder solle seinen Laden und seine Haustür schließen und sich so lange in das Innere seines Hauses zurückziehen, bis die Prinzessin Badrubur, die Tochter des Sultans, nach dem Bade gegangen und wieder zurückgekehrt sein würde. Aladdin, der großes Verlangen hatte, die schönste aller Prinzessinnen einmal zu sehen, versteckte sich in ein Gebüsch in der Nähe des Bades. Badrubur kam in Begleitung von vielen dienenden Frauen. Und als sie in der Nähe des Bades gelangt war, nahm sie ihren Schleier vom Antlitz. Ihre Züge waren von unvergleichlicher Schönheit. Sie war schöner als der Frühlingshimmel mit der Sonne. Und Aladdin konnte das reizende Bild nicht mehr vergessen. Vor allem, da sie weit mehr als nur den Schleier fallen ließ. Eines schönen Tages, nachdem er schon lange ein verändertes Wesen gezeigt hatte, zog er seine Mutter ins Vertrauen und sagte ihr, er hätte den Entschluss gefasst, um die Prinzessin Badrubur zu werben. Darüber geriet die alte Frau in die höchste Sorge, denn sie dachte, ihr Sohn hätte den Verstand verloren. »Ei«, rief sie ein über das andere Mal, »wer bist du denn, dass du dich an die Tochter des Sultans wagst? Hast du vergessen, dass dein Vater der ärmste Schneider der Stadt war? Und weißt du nicht, dass die Töchter eines Sultans nur Königen oder Prinzen ihre Hand reichen?« Aber Aladdin blieb hartnäckig bei seinem Entschlusse und sagte, keine Macht der Erde würde ihn davon abbringen. Einige Tage nachher suchte er all die Dinge hervor, die er damals aus dem Zaubergarten mitgebracht hatte. Er ordnete die köstlichen Blüten und Früchte, die noch an ihren Stängel saßen, in eine Porzellanvase, und sie machten nun einen so über alle Beschreibung herrlichen Eindruck und gaben einen so kostbaren Glanz, dass sie eines Sultans und seiner schönen Prinzessin wohl würdig wären. Aladdin beschloss also, damit in den Palast zu gehen, die Vase dem Sultan zum Geschenke zu bieten und um Badrubur zu werben. Weil es aber in jenem Lande Brauch war, dass die Mutter die Werbung um eine Gattin für den Sohn übernahm, so fand sich endlich auch die alte Frau bereit, den schweren Gang zu tun. Sie ging einige Male in den Palast, bis sie endlich der Sultan wahrnahm und rufen ließ. »Gute Frau«, sagte er, »ich sehe dich schon seit einiger Zeit bei den Sitzungen, immer am Eingang des Saales stehen. Welche Angelegenheit führt dich hierher? Rede, ganz ohne Scheu.« »Ein erschreckend volksnaher Sultan, wenn wir mal ehrlich sind.« Die alte Frau erzählte nun alles, was sich zugetragen hatte und warum sie gekommen sei. Und der Sultan hörte sie mit vieler Milde und Güte an und machte sich nicht einmal lustig über sie. Doch ehe er ihr noch eine Antwort erteilte, fragte er sie, was sie in dem leinenen Tuche trage. Sogleich enthüllte sie die Vase von Porzellan, warf sich vor dem Throne nieder und überreichte sie dem Herrscher. Es ist unmöglich, die Überraschung und das Erstaunen des Sultans zu beschreiben, als er so viele über die Maße kostbare, schöne und leuchtende Edelsteine beisammen sah. Und dazu alle von einer Größe, dergleichen er, der höchste Mann des Reiches selbst, noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Eine Weile stand er regungslos und geblendet, als von einem Glanze des Himmels. Und er und der ganze Hofstaat waren sich darüber einig, dass es auf der Welt nichts Kostbareres und Vollkommeneres geben könne. »Nun«, begann der Sultan endlich zu seinem Großvezier zu reden. »Was sagst du zu einem solchen Geschenke? Ist es nicht meiner Tochter würdig? Und kann ich sie nicht um einen solchen Preis dem geben, der um sie anhalten ließ? Ich meine,
Wenn das nur ein Geschenk auf gut Glück ist, wie viel mehr muss er dann noch haben, dass er durchaus zum Schwiegersohne tauge? Diese Worte versetzten den höchsten Beamten des Reiches in großer Unruhe. Denn er hatte gehofft, der Sultan würde Badrubur seinem Sohn geben. Und nun sagte er, Herr, ich muss gestehen, dass dies Geschenk von ganz ungewöhnlicher Kostbarkeit ist. Doch bitte ich euch, die Entscheidung, sagen wir, 3 Monate hinauszuschieben. Vielleicht gelingt es meinem Sohn inzwischen, ein noch herrlicheres Kleinod ausfindig zu machen. Der Sultan glaubte zwar nicht daran, war aber jederzeit für einen Wettkampf. Denn was konnte er da schon verlieren? Und in 3 Monaten wäre seine Tochter immer noch die wunderschöne Sultanstochter. Er entließ also die Mutter Aladins alsbald mit freundlichen Worten und forderte sie auf, in 3 Monaten wieder nachzufragen. Aladin war mit dem Bescheide nicht so zufrieden wie seine Mutter, aber er war nicht ohne Hoffnung und zählte ungeduldig die Tage, die ihn von seinem Glücke trennten. Da war abends kein Öl im Hause und die Mutter begab sich zum Kaufmann. Dabei merkte sie, dass die ganze Stadt festlich beleuchtet und in freudiger Aufregung war. »Wisst ihr denn nicht, dass sich der Sohn des Großveziers mit der Prinzessin Badrubur vermählt?« fragte der Händler. »Sie wird jetzt bald aus dem Bade kommen und die Hofbeamten versammeln sich soeben, um sie in den Palast zu geleiten. Denn die Vermählungsfeierlichkeiten sollen direkt beginnen.« Weiter wollte die gute Frau nichts hören, lief heim und rief ihren Sohn an. »Es ist verloren! Du rechnest auf das schönste Versprechen des Sultans, aber es wird nichts daraus! Es ist alles, alles ist verloren!« Nun erzählte sie ihm, was sie gehört hatte. Aladin war wie vom Blitz getroffen. Doch augenblicklich erinnerte er sich seiner Lampe, lief in sein Zimmer, rieb die Lampe, und alsbald erschien der Geist. »Was verlangst du? Ich bin bereit, dir zu dienen.« »Nun denn, so geh in den Palast des Sultans, entführe die Neuvermählten und bring sie beide hierher.« »Mein Gebieter, ich leiste auf der Stelle Folge«, sprach der Geist und entschwand. Es waren keine 3 Minuten verflossen, so stieg der Geist aus den Dielen wieder empor, hielt die Prinzessin unter dem linken, den Bräutigam unter dem rechten Arme und stellte sie beide vor Aladin hin. Der aber sprach zu dem Geiste, »Nimm diesen jungen Ehemann weg, sperre ihn in irgendein enges Gemach und komm morgen früh bald nach Tagesanbruch wieder.« Der Befehl ward sogleich ausgeführt und als Aladin mit der Prinzessin alleine war, sprach er zu ihr, »Was ich getan habe, geschah nicht, um dich zu beleidigen. Ich wollte nur verhüten, dass jener dich gegen das Versprechen des Sultans in Besitz nimmt.« Die Verwunderung der Prinzessin über das doch schon merkwürdige Ereignis war so groß, dass sie keines Wortes mächtig war. Am Morgen erschien der Geist und Aladin befahl ihn, »Hole den Sohn des Großveziers und trage ihn und Badrubur wieder an den Platz, von dem du sie weggenommen hast.« Und so tat der Djinn. Als die Eltern des jungen Paares kamen, den Morgengruß zu bieten, erfuhren sie zu ihrem Erstaunen von den Ereignissen dieser Nacht. Sie dachten nicht anders, als ihre Kinder wären von einer närrischen Einbildung befallen, ein wenig zu nervös ob der arrangierten Ehe, und ließen sie allein, damit sie wieder zu sich kämen. Am Abend aber sandte Aladin den Geist, forderte von ihm die Neuvermählten wie am Tage vorher und ließ sie am anderen Morgen wieder in den Palast tragen. »Nun, meine Tochter«, fragte die Sultanin, »willst du mir wohl berichten, wie du geruht hast?« Da hüllte sich Badrubur in tiefes Schweigen und zeigte verstörte Augen. Und weil die Eltern merkten, dass sie sehr unglücklich sei, wurden augenblicklich alle Festlichkeiten eingestellt. Der Sohn des Großveziers musste den Palast verlassen. Und die junge Ehe war, so rasch sie geschlossen, bevor sie vollzogen werden konnte, wieder aufgelöst worden.
Aladin ließ nun in aller Ruhe die 3 Monate vollends verstreichen, die ihm der Sultan als Frist gesteckt hatte. Dann schickte er seine Mutter in den Palast, um den Herrscher an sein Versprechen zu erinnern. Das verdroß den Sultan nicht wenig, denn er hatte eine heftige Abneigung gegen die Vermählung seiner Tochter mit einem Manne aus dem Volke. Und als er seine Räte zuzog, sagten ihm diese: Herr, es gibt kaum ein anderes Mittel, dieser unpassenden Vermählung aus dem Wege zu gehen, als einen so hohen Preis auf die Prinzessin zu setzen, dass jenes Mannes Reichtümer, wie viele derer auch immer besitzen möge, doch nicht ausreichen. Dies wird ein gutes Mittel sein, ihn von der verwegenen Bewerbung abzubringen. Das leuchtete dem Sultan ein, und er sagte zur Mutter Aladins: Gute Frau, ein Sultan muss sein Versprechen halten, und natürlich werde ich auch ein Mann meines Wortes sein. Und so will ich auch deinem Sohne die Prinzessin geben, wenn er mir 40 große Becken von gediegenem Golde mit Kostbarkeiten angefüllt, wie ich solche früher bei dir gesehen habe, überreicht. Er überlegte kurz und fuhr fort: Und zwar müssen die Becken von 40 schwarzen Sklaven gebracht werden, die aufs Herrlichste gekleidet sind. Jawohl. Die Mutter erzählte ihrem Sohne, was der Sultan von ihm gefordert habe, und sah mit großem Erstaunen, dass Aladin diese Nachricht sehr vergnügt aufnahm. Sobald die Alte ausgegangen war, ergriff er die Lampe, rief den Geist und sagte ihm seine Wünsche. Kurze Zeit darauf ließ sich der Geist wieder sehen. Er kam diesmal in Begleitung von 40 schön gekleideten schwarzen Sklaven, deren jeder ein Becken von gediegenem Golde auf dem Kopfe trug, angefüllt mit Perlen, Smaragden, Rubinen und Diamanten. Und jedes Becken war von goldgeblümtem Silberstoff überdeckt. Zum Überflusse ließ sich Aladin noch 40 weiße Sklaven in noch viel kostbareren Gewändern von dem Geiste bringen, ordnete sie zu einem Zuge, in dem die Weißen vorausschritten, und hieß sie zum Palaste des Sultans ziehen. Das Volk strömte von allen Seiten herzu, die Herrlichkeiten zu sehen. Denn man erkannte alsbald, dass die Kleidung allein eines jeden Sklaven so reich mit Gold und Edelstein besetzt war, dass sie auf 1 Million geschätzt werden musste. Der bloße Anblick dieser unermesslichen Reichtümer ließ den Sultan keine Minute zweifeln, dass der Eigentümer der richtige und würdige Gatte für seine Tochter sei. Und er sprach zur Mutter Aladins: Gute Frau, geh und sage deinem Sohne, dass ich ihn mit offenen Armen erwarte. Ich will ihm die Prinzessin Badrubur freudigen Herzens zuführen. Aladin war von dieser Nachricht, so sicher er sie auch erwartet hatte, aufs Angenehmste überrascht. Er lief auf sein Zimmer, rieb die Lampe, und als der Geist erschien, sprach er zu ihm: Bereite mir sofort ein Bad und halte danach für mich die reichste und kostbarste Kleidung in Bereitschaft, die je ein Fürst getragen hat. Er hatte dies kaum gesprochen, als ihn der Geist in ein Bad trug, das aus einem sehr weichen und sehr wohlriechenden Wasser bestand. Und als er in sein Zimmer zurückkehrte, fanden sich daselbst Kleider von ungeahnter Pracht. Führe mir ein Pferd herbei, gebot er dem Geiste, das an Schönheit des Wuchses und an Trefflichkeit das edelste Ross im Marstalle des Sultans übertrifft und dessen Decke, Zaum, Sattel und Zeug über 1 Million wert sein müssen. Auch verlange ich, dass du mir noch weitere 20 Sklaven herbeischaffst, die mir zur Seite gehen. Und 20 andere, ebenso kostbar gekleidet, die in 2 Reihen meinem Rosse vorausschreiten. Meiner Mutter bringe 6 Sklavinnen, reicher geschmückt als die der Prinzessin Badrubur. Und ferner bedarf ich noch einer Summe von 10.000 Goldstücken in 10 Beuteln. Geh, geh und beeile dich. Man kann ohne Zweifel sagen, so ganz allmählich wurde Aladin mehr als verschwenderisch
und beinahe größenwahnsinnig. Doch alles geschah. Und der Sultan schickte alsbald einen Boten mit der Nachricht, der Gast werde voller Ungeduld im Palaste erwartet. Der stieg sogleich zu Pferde und der Zug setzte sich in schönster Ordnung in Bewegung. Als der Sultan den reichen Herrn Aladin erblickte, stieg er sogleich vom Throne und ging ihm entgegen, breitete seine Arme aus und rief: Mein teurer Sohn, das Vergnügen, dich hier zu haben und dich zu sehen, ziehe ich alle meinen und deinen Schätzen vor. Es war ein sehr herrliches Mahl im Schlosse gerichtet. Und als danach der Ehevertrag vom Richter aufgesetzt wurde, um so etwas kann man selbst in der alten Welt nicht herum, fragte der Sultan Aladin, ob er in dem Palaste bleiben und noch am gleichen Tage Bad Rubor als sein Weib nehmen wolle. Herr, antwortete Aladin, wie groß auch meine Sehnsucht ist, die schönste der Prinzessinnen zu besitzen, so gewährt mir doch noch so lange Zeit, bis ich einen Palast erbaut habe. Ich erbitte mir dazu von euch einen Platz in der Nähe und werde Sorge tragen, damit mein Heim möglichst rasch fertig wird. Der Sultan schenkte ihm einen der besten Plätze der Stadt und sagte: Viel Glück mit allem, aber vergiss nicht, dass ich meine Tochter je eher, je lieber mit dir verbunden sehen möchte, um das volle Ausmaß der Freude zu genießen. Danach ritt Aladin höchst befriedigt nach Hause, rief den Geist und sagte: Mein kluger und mächtiger Geist, ich habe alle Veranlassung, mit dir zufrieden zu sein. Allerdings, ich brauche noch einen Palast, weißt du? Ob du ihn aus Marmor, Jaspis oder Achat bauen willst, das überlasse ich ganz dir. Da will ich nicht ganz kleinig sein. Ebenso bei der Inneneinrichtung. Davon habe ich so oder so keine Ahnung. Mach alles einfach so, wie du es für richtig hältst. Du hast da einen weitaus besseren Geschmack und Expertise als ich. Ich erwarte nur, dass du mir obendrauf einen großen Saal mit einer Kuppel und 4 ganz gleichen Schauseiten baust, dessen Wände aus Gold und Silber ausgeführt sein müssen. Mit 6 Fenstern auf jeder Seite, deren Säulen mit Gold und Diamanten kunstreich geschmückt sein müssen. Und zwar so, dass man dergleichen noch nie auf der Welt gesehen hat. Die Sonne ging eben unter, als Aladin dem Geiste diesen Auftrag gab. Und bei Anbruch des Tages erschien der Geist und sprach: Herr, der bescheidene Palast ist fertig. Komm und sieh, ob du damit auch zufrieden bist. Aladin fand alles über Erwarten herrlich und königlich. Nur eines fehlt noch, sagte er. Es muss nämlich von dem Palasttore des Sultans bis an den Eingang der Zimmer, die in meinem Schlosse für die Prinzessin bestimmt sind, ein Teppich von schönstem Samt gelegt werden, damit sie, wenn sie aus dem Palaste des Sultans geht, darüber hinwegschreiten kann. Ich komme in einem Augenblick wieder, sprach der Geist. Und Aladin sah seinen Wunsch bereits vollzogen, ehe er noch glaubte, dass ihn sein mächtiger Diener verlassen habe. Dann trug er Aladin zurück in seine Wohnung. Das war um die Zeit, da die Sonne über den Horizont gestiegen war und am Palaste des Sultans die Tore aufgingen. Die Nachricht von dem Wunder, das über Nacht geschehen, fand sich mit Blitzesschnelle zum Sultan. Da liefen die Räte zusammen, zogen die Brauen in die Höhe und sagten: Herr, Herr, das ist ein Blendwerk. Da kam jedoch schon Aladin auf seinem edlen Rosse und inmitten seiner Sklaven des Weges und hielt feierlich Einzug in seinem Schlosse. Seht ihr, rief der Sultan in großer Freude, seht ihr, dass es kein Blendwerk ist? Und weil er gerade die Ratsversammlung eröffnen musste, ward das Gespräch abgebrochen. Danach ward die ganze Hochzeit gefeiert und alle waren sich darüber einig, dass es keinen reicheren Mann gäbe als Aladin und keinen schöneren Palast unter der Sonne als den, in dem Bad Rubor hinfort wohnen sollte. Der Sultan aber reichte ihm die Hand und sagte: Mein Sohn, was für ein Mann bist du, dass du so erstaunliche Dinge
in so kurzer Zeit auszurichten vermagst. Also gut, es widerspricht allen Gesetzen der Logik und es verwundert, dass man nie zuvor von dir hörte. Aber Taten und vor allem Samt, Silber, Gold und Diamanten und natürlich auch der Palast sprechen dafür sich. Du hast auf der ganzen Welt nicht deinesgleichen. Und je mehr ich dich kennenlerne, desto bewundernswürdiger finde ich dich. Aladdin, der sehr glücklich mit seiner jungen Gemahlin lebte, verschloss sich keineswegs in seinem Palast. Jedes Mal, wenn er ausritt, ließ er zwei Sklaven neben seinem Pferde herschreiten. Die mussten auf allen Straßen und Plätzen Goldstücke unter das Volk verteilen. Und jeder Arme, der an der Pforte des neuen Palastes erschien, kehrte voll Zufriedenheit über die Gaben heim, die ihm auf Aladins Befehl geschenkt wurden. Aladin hatte nun schon mehrere Jahre in ungetrübtem Glücke also gelebt. Als der Zauberer sich seiner erinnerte und dachte, du musst doch Gewissheit erlangen, welches Ende jener junge Mann genommen hat, den du damals im Zorne in die Höhle eingeschlossen hast, als dieser Wicht dir die Wunderlampe nicht geben wollte. Er zog aus seinem Zauberschranke ein verschlossenes Schächtelchen hervor, hob den Deckel ab und erfuhr durch einige Hantierung in dem Sande, der sich in der Schachtel befand, dass Aladin als der Gatte einer Prinzessin in großem Reichtum lebe. Voll Wut sagte der Zauberer, dieser elende Schneidersohn hat also das Geheimnis mit der Lampe entdeckt und genießt nun die Frucht meiner Mühen und Nachtwachen? Indes, ich will ihn wohl daran zu hindern wissen. Oder ich will des Todes sein. Gleich am nächsten Morgen bestieg er seinen Berberhengst, machte sich auf den Weg und kam nach etlichen Monaten auch richtig in die Stadt Aladins. Er fragte seinen Zauberkasten wieder, wo die Wunderlampe sei, und erfuhr, dass sie Aladin in seinem Palaste sehr wohl verwahre. Es kam für ihn alles darauf an, diese köstliche Lampe zu erlangen. Das Unglück wollte, dass Aladin genau um diese Zeit gerade für 8 Tage auf die Jagd geritten war. Er hatte den Palast aber erst seit 3 Tagen verlassen. Das ist ein günstiger Augenblick zum Handeln, sagte der Zauberer. Und ich darf mir ihn nicht entgehen lassen. Darauf ging er in den Laden eines Mannes und sprach zu dem Händler, Hey du, ich brauche 1 Dutzend kupferne Lampen. Könntet ihr sie mir wohl ablassen? Er machte das Geschäft, ging alsbald zum Palast der Aladins und rief, Höret, wer will alte Lampen gegen neue eintauschen? Ihr gebt mir eine alte Lampe und bekommt eine wunderschöne neue dafür. Wer will alte Lampen gegen neue eintauschen? Und die Leute lachten darüber und sagten, der muss wohl seinen Verstand verloren haben, weil er neue Lampen zum Tausch gegen alte anbietet. Immer von Neuem erscholl sein Ruf, wer will alte Lampen gegen neue vertauschen? Hey, wer von euch will alte Lampen gegen neue vertauschen? Um diese Zeit trat eine Sklavin zu Badrube und sagte, Da, von alten Lampen die Rede ist, so weiß ich nicht, ob die Prinzessin schon bemerkt hat, dass da einer auf dem Gesims steht. Ein altes, hässliches Ding. Der, dem sie gehört, wird es nicht übel nehmen, wenn er statt der alten eine neue findet. Wollen wir sie nicht vertauschen? Die Lampe, von der die Sklavin redete, war aber keine andere als Aladins Wunderlampe. Die Prinzessin, welche den Wert dieser Lampe nicht kannte. Das passiert, wenn man Geheimnisse vor der Ehefrau hat, befahl, sie zu nehmen und gegen eine neue einzutauschen. Der Zauberer nahm sie schnell aus den Händen der Sklavin, verbarg sie und gab dem Mädchen, wie versprochen, eine andere, neue dafür. Darauf ließ er alles im Stich, was er besaß, und floh in eine Höhle. Als die Mitternacht herangekommen war, zog er die Lampe aus seinem Busen und rieb sie. Sofort erschien der Geist. Oh, Besitzerwechsel. Das ging schnell. Was willst du? Hier bin ich, dir zu dienen. Ich befehle dir,
dass du augenblicklich den Palast Aladins mit allen seinen Bewohnern aufhebst und, wie mich selbst, nach Afrika führst. Ohne etwas zu antworten, schaffte der Geist den Palast nach Afrika. Und am nächsten Morgen staunte der Sultan nicht wenig, als er den Platz leer sah. Weil man wusste, dass Aladin sich an einem bestimmten Orte auf der Jagd befand, wurden sofort 6 Reiter abgesandt, die ihn vor den Sultan forderten und den Auftrag hatten, ihn zu verhaften. Sie fanden ihn, warfen ihm eine Kette um Hals und Hände und brachten ihn in diesem Zustand in die Stadt. Der Sultan, weil er nun in seinem Schwiegersohne einen Betrüger sah, dass er ihn um seine Tochter bestohlen hatte, wollte ihm sofort den Kopf abschneiden lassen. Allein das Volk rottete sich vor dem Palast zusammen und drohte ihn zu erstürmen, wenn Aladin ein Leid zugefügt wurde. Denn anders als er, hatte sie Aladin nie vergessen und stets reichlich beschenkt. Und weil die Rotten schon durch die Tore drangen, begnadigte der Herrscher den Gefangenen. Er hatte ja keine andere Wahl, führte ihn in einen Turm und rief: Sage mir, wo dein Palast und meine Tochter ist, oder? Aladin erkannte augenblicklich, dass hier der Zauberer seine Hand im Spiel haben müsse und sagte: Herr, bewilligt mir eine Frist von, sagen wir, 40 Tagen, damit ich die nötigen Maßregeln treffe, alles in Erfahrung zu bringen. Gelingt es mir nicht, alles wiederherzustellen, wie es war, so will ich euch meinen Kopf zu Füßen legen, damit ihr nach Belieben darüber verfügt. Gut, sprach der Sultan zornig. Die Frist sei dir gewährt. Doch bilde dir nicht ein, du könntest mir entweichen. In welchem Winkel der Erde du dich auch verkriegen magst, ich werde dich zu finden wissen. Aladin war seines Verstandes kaum mehr mächtig, als er in dieser tiefen Demütigung über den Hof des Palastes schritt. Die Hofbeamten sahen ihn über die Achsel an. Und die, die ihn zuvor beneidet hatten, höhnten ihn nun. Er ging aus der Stadt, fragte die Menschen, die er traf, ob sie seinen Palast nicht gesehen hätten. Und weil er obendrein in einer hehreren Kutte steckte, so dachten die Leute, ein armer Irrer sei ihnen begegnet. So schritt er immer weiter und weiter und kam bei Einbruch der Nacht an das Ufer eines Stromes. Nach der Sitte seines Landes trat er hinzu und wollte sich Gesicht und Hände waschen. Weil aber das Ufer sehr steil und schlüpfrig war, glitt er aus und wäre in den Fluten gestürzt, hätte er sich nicht zur rechten Zeit an einem Felsstück festhalten können. Dabei rieb er den Ring, der noch von dem tückischen Zauberer stammte. Und augenblicklich erschien der Geist, der ihm damals in dem unterirdischen Gewölbe begegnet war, und fragte: Was willst du? Ich bin gekommen, dir zu dienen. Geist, rette mir zum zweiten Mal das Leben, indem du mir anzeigst, wo mein Palast hingekommen ist. Oder noch viel besser, trage ihn direkt zurück zu seinem Platze. Das kann ich nicht, denn ich bin nur der Sklave des Ringes. Da musst du dich schon an den Sklaven der Lampe wenden. So befehle ich dir, dass du mich an den Ort bringst, wo mein Palast sich gerade befindet. Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so saß er in Afrika, in einer wundervollen Oase vor seinem Schlosse und sah über sich das Fenster seiner Gattin Badrubur. Weil es Nacht war, lehnte er sich mit dem Rücken gegen einen Baum und schlief alsbald ein. Als die Morgenröte heraufstieg, wuchs seine Freude noch mehr, denn Badrubur sah zum Fenster heraus und erkannte ihren tief betrauerten Gatten. Er eilte in das Haus. Liebste Badrubur, sage mir, was aus der Lampe geworden ist, oder wir sind verloren. Die Prinzessin zweifelte nun nicht mehr daran, dass die Lampe an dem Unglück schuld sei, und fing an, bitterlich zu weinen. Dabei erzählte sie, was geschehen sei. Der Alte war kein anderer als mein Feind, der Zauberer. Aber ich bitte dich, hast du denn nie bemerkt, wo er die Lampe aufbewahrt?
Er trägt sie wohl eingehüllt unter seinem Gewande auf der Brust und hat sich mir gegenüber oft damit gerühmt. Denn er scheint als der Herr des Palastes täglich in diesen Seelen. Da besann sich Aladin auf eine List und sagte, ich muss, um meinen Plan auszuführen, in die nächste Stadt gehen. Wenn ich aber an der verborgenen Pforte klopfe, die zu deinen Gemächern führen, natürlich gab es Geheimgänge in seinem Palast und natürlich so manchen, der in die Schlafgemächer seiner Frau führten. Das gehört sich so. So musst du Sorge tragen, dass mir so rasch als möglich geöffnet wird. Die Prinzessin versprach's in freudiger Hoffnung und im Vertrauen auf die Klugheit ihres Gatten. Und der ging. Nicht lange, so traf er einen armen Bauern. Den bat er, ihm sein abgetragenes Kleid zu verkaufen. Das tat er sich selbst an und ging danach zu einem Apotheker, bei dem er eine kleine Menge eines bestimmten Salzes erstand. Dann kam er durch die verborgene Tür in das Gelassbad Rubus zurück. Er sagte ihr, von dem Pulver müsse sie den Zauberer in den Wein streuen. Dann werde schon alles zu ihrem Glücke sich wenden. Nicht lange, so erschien der Alte und wünschte der schönen Badrubur einen guten Morgen. Aber Badrubur grüßte ihn noch betrübter als sonst. Kann ich dir irgendeinen Gefallen erweisen, schönste Frau? So rede zu mir, sagte er. Ach, lieber Freund, ich habe daheim zum Frühstück stets ein Glas köstlichen Weins getrunken. Sie nannte ihm auch den Namen dieses Weines. Wenn ich nur einen einzigen Schluck davon hätte, würde ich fröhlich werden wie zuvor und all mein Leid wäre vergessen. Lachte der Zauberer. Das trifft sich gut. Ich habe 2 Flaschen davon in meinem Keller und werde sofort selbst hinabsteigen, um dir eine davon zu bringen. Inzwischen nahm Badrubur 2 goldene Becher, schüttete in den einen von dem Pulver, das ihr Aladin gegeben hatte. Und als der Zauberer zurückkehrte, füllte sie die Becher und reichte ihm mit dankbarem Lächeln den einen. Der Zauberer trank ihn sogleich leer. Aber kaum war der letzte Tropfen über seine Lippen gekommen, so sank er in tiefstem Schlafe auf einen Sessel. Und schon sprang auch schon Aladin aus dem Nebensaal herein, riss dem Schläfer das Kleid auf und nahm die Wunderlampe an sich. Er enthüllte sie und nach einer Minute stand der Geist vor ihm. Oh, der alte neue Besitzer. Bring diesen Palast unverzüglich an seinen alten Platz, gebot Aladin. Und als die Sonne noch nicht im Mittag stand, war alles geschehen. Der Sultan, der das Wunder mit sprachlosem Staunen sah, ließ sofort ein Ross satteln und sprengte in den Hof und eilte die Stiegen empor, um seine geliebte Tochter in die Arme zu schließen. Nachdem ihm alles berichtet worden war, was inzwischen geschehen, traten sie in das Zimmer, in welchem der Zauberer schlief. Als sie ihn aber anrührten, merkten sie, dass er wohl sehr viel länger schlafen würde, da er gestorben war. Das Schlafpulver war für sein Alter zu stark gewesen und all seinen bösen Anschlägen hatte nun der Tod ein Ziel gesetzt. Nach diesen Ereignissen war schon wieder mehr denn ein Jahr verflossen. Der alte Zauberer schlief in seinem Grabe und sein Bruder, der auch ein großer Hexenmeister war, wunderte sich, dass er so lange nichts von jenem gehört habe. Da erforschte er durch seine Kunst, dass der Alte gestorben war und ließ sich auch Zeit und Umstände seines Todes aufs Genaueste sagen. Er fasste auf der Stelle den Entschluss, den Tod seines Bruders zu rächen, zog über Ströme und Gebirge, durch Wälder und Wüsten und kam endlich in die Stadt Aladins. Dort hörte er von einer frommen Einsiedlerin namens Fatime erzählen, ging um Mitternacht zu ihr und sagte, »Habe keine Furcht vor mir.
Ich will nur, dass du mir dein Kleid verkaufst. Und dafür, außer reichlichem Golde, das meine nimmst. Dein Gold behalte nur, denn ich kann keines gebrauchen. Weil ich mich aber vor dir fürchte. Hier, so nimm mein Kleid und zieh deines Weges. Na, na, so schnell geht das nicht, sagte der Hexenmeister. Erst schneide mir den Bart ab und färbe mir mein Gesicht gleich dem deinen. Und zwar so, dass ich dir ganz ähnlich sehe und dass die Farbe nicht ausgeht. Fatime zündete noch eine Lampe an, nahm einen Pinsel und einen Saft und rieb ihm das Gesicht ein und versicherte, dass die Farbe nicht ausginge, weder vom Regen noch von der Sonne. Sodann setzte sie ihm ihre eigene Kopfbedeckung aufs Haupt, gab ihm einen Schleier und zeigte ihm, wie er sich damit auf dem Gang durch die Stadt das Gesicht verhüllen müsse. Nachdem dies alles geschehen war, kam den Alten doch eine Furcht an, die Einsiedlerin möchte ihn verraten. Er brach sein Versprechen, ihr nichts zuleide zu tun, erfasste sie und stürzte sie in einen Brunnen. Nach dieser schlimmen Tat blieb er noch bis zum Morgen in der Einsiedlerei und ging darauf in die Stadt, um den Weg zum Palaste zu nehmen. Sobald die Kunde durch die Straßen lief, die fromme und heilkundige Fatime sei in der Hauptstadt, sammelte sich viel Volk um die vermeintliche Frau und begehrte ihre Hilfe in allerlei Krankheit und Not des Leibes. Durch das Geschrei und den Volksauflauf war auch die Prinzessin Badrube aufmerksam geworden. Und weil sie schon so viel Gutes von Fatime gehört hatte, sandte sie einige Sklaven, die wundertätige Alte zu holen. Fromme Frau, sagten die Sklaven, die Prinzessin wünscht euch zu sehen. Also kommt und folgt uns. Die Prinzessin erweist mir eine hohe Ehre, antwortete die falsche Fatime. Ich bin bereit, ihr zu gehorchen. Badrubur, die sich sehr freute, die Lebensgeschichte der wundertätigen Alten vernehmen zu können, wies ihr zunächst ein Zimmer zur Ruhe an, denn sie schien nach der langen Wanderung sehr erschöpft. Inzwischen aber hatte Aladin den Geist gerufen, um von ihm zu erfahren, welche Bewandtnis es mit der frommen Frau Fatime habe. Da sprach der Geist: Fatime ist in der Nacht ermordet worden. Und ist nicht hier? Fragte Aladin erstaunt. Nein, Herr, so sehr ihr auch staunen möget. Wie ich sagte, sie ist ermordet worden. Nur wenige Tote wandeln umher und noch weniger würden danach Gutes tun. Die vermeintliche Frau Fatime ist der Bruder des afrikanischen Zauberers, der die Einsiedlerin getötet hat. In ihren Kleidern hat er sich in euer Palast geschlichen, um seinen Bruder an euch zu rächen. Sobald er eine Gelegenheit findet, wird er euch seinen zweischneidigen Dolch ins Herz stoßen. Aladin verlor keinen Augenblick, rief Knechte in Waffen und ließ den verruchten Zauberer in Ketten legen und in den Turm werfen. Der Sultan aber, nachdem er von seiner Mordtat erfahren hatte, rief das Gericht zusammen, das ihn zum Tode am Galgen verurteilte. Auf diese Weise wurde Aladin von seinen Verfolgern befreit. Wenige Jahre darauf starb der Sultan in hohem Alter. Und da er keine männlichen Nachkommen hinterließ, folgte ihm die Prinzessin Badrubo auf dem Throne und teilte ihre Herrschaft mit Aladin. Die beiden regierten viele Jahre hindurch und ihre Untertanen nannten diese glücklichen Jahre das goldene Zeitalter. Thank you.
Zauberturban, Zauberknute, Zauberteppich. Ein Märchlein aus der Türkei. Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Wo es war und wo es nicht war, ist eigentlich ziemlich egal. Es gab zumindest einmal zwei Brüder. Ihre Eltern waren leider gestorben und die Brüder teilten das Erbe untereinander auf. Der Ältere richtete sich einen Kramladen ein. Der Jüngere aber, der nicht ganz bei Trost war, ergab sich der Schwelgerei. Er gab sich dem Weine hin, der Völlerei, den Hübschnerinnen. Und den Rest des Vermögens hat er einfach sinnlos verprasst. Nachdem er nun vollends pleite war, ging er zu seinem Bruder hin, bat ihn um einige Parerstücke. Und als er auch diese verzehrt hatte, denn wozu ist denn ansonsten Geld da, ging er wieder zu seinem Bruder. Hat ja schon einmal geklappt. Dies tat er nun so lange, bis er endlich dem Älteren zur Last ward, der sich von ihm auf keine andere Weise befreien konnte, als dass er sein Hab und Gut zu Geld machte und ein Schiff bestieg, um nach Ägypten auszuwandern. Nun allerdings hat er die Energie von enthusiastischen Schnochern vollends unterschätzt, welche allzu oft so viel Kraft und Zeit in diese Tätigkeit stecken, dass man beinahe davon sprechen könnte, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen würden. Denn der Jüngere bekam natürlich Wind von der Sache. Und noch bevor das Schiff abfuhr, schlich er sich hinein und verkroch sich, damit man ihn nicht bemerke. Enthusiastisch und hinterhältig. Der Ältere hingegen fürchtete sich, dass, wenn er seine Absicht erfahre, er ihm nachfolge und zeigte sich deshalb nicht auf dem Verdeck. Aber kaum hatte man die Segel gespannt, als beide zum Vorschein kamen. Und so der Jüngere dem Älteren wieder am Halse war. Der Ältere ärgerte sich darüber genug, aber vergebens. Das Schiff trug sie bis nach Ägypten. Dort sagte der Ältere seinem Bruder: Bleibe du nur hier, ich suche uns zwei Maultiere, damit wir weiterreisen können. Dem Jungen kam das sehr gelegen, denn es hörte sich so an, als ob mal wieder der Ältere weitaus mehr arbeiten würde als er. So setzte er sich am Ufer nieder, ließ die Seele baumeln und wartete auf dessen Rückkehr. Überlegte noch, ob er hätte sagen sollen, dass eine Amphore Wein beim Reiten auch nicht schlecht wäre. Oder zwei, am besten sogar drei. Aber vergeblich. Die Stunden verstrichen, doch der Bruder kam nicht wieder. Na, ich werde ihn am besten aufsuchen, dachte er bei sich und machte sich also auf den Weg nach seinem Bruder. Er ging und ging, machte kleine, machte große Schritte. Und wer nun glaubt, er wäre nur ein paar Schritte oder Stunden gegangen, sollte sich geirrt haben. Die Tage gingen vorüber, die Wochen verstrichen, ja, 6 Monate ginge auf einer Weise. Wovon er sich dabei ernährte, das wissen nur die Götter. Ich zumindest nicht. Und somit ihr leider auch nicht. Einmal aber blickte er nach hinten und sah, dass er nur einen ganz kurzen Weg zurückgelegt hatte. Er machte also größere Schritte, ging ein halbes Jahr vorwärts, pflückte Pfeilchen und begann über sein Leben und seine Taten nachzudenken. Er hatte gut gelebt und genauso, wie er wollte. Dennoch spürte er da eine ganz gewisse, unbefriedigende Leere. Ein schwarzer, juckender Fleck, den er nicht erreichen konnte, bis die Erkenntnis ganz langsam in seinen Schädel drang. Als er auf diese Weise vorwärts schritt und grübelte, gelang er an den Fuß eines Berges. 3 Bürschlein zankten sich dort herum. Er sah ihnen als 4. zu und fragte sie, weshalb sie sich herumraufen. »Wir sind die Kinder eines Vaters«, sprach der Älteste.
Er starb unlängst und hinterließ uns ein Erbe. Einen Turban, eine Knute und ein Gebetteppich. Aha, und das ist nun ein Grund, sich zu streiten? Hör mich an. Wer sich diesen Turban aufs Haupt setzt, den erblickt kein Auge. Wer sich auf den Teppich setzt und mit der Knute knallt, der fliegt wie ein Vogel davon. Wem aber der Turban, wem die Knute, wem der Teppich gehören soll, das ist unser ewiger Hader. Alle drei Dinge soll einer besitzen, riefen sie alle. Mir, dem Ältesten, gehören sie. Nein, nein, mir, dem Mittleren, gebühren sie. Mir, dem Jüngsten, sollen sie angehören. Mit Reden und mit Stöcken bearbeiteten sie sich, so dass der Junge sie kaum auseinanderbringen konnte. Da allerdings überkam ihn einer seiner glorreichen Ideen. Nicht so, meine Freunde, meinte der Bursche. Schlagen und sich zanken, bis zwei von euch ewig liegen, kann doch nicht wirklich in eurem Sinne sein. Hört mich an, wir machen es ganz einfach so. Ich werde aus einem Hölzchen einen Pfeil schnitzen und denselben dann abschießen. Ihr läuft ihm nach und wer denselben am schnellsten hierher zu mir zurückbringt, dem sollen einfach alle drei Dinge gehören. Gier, meine Freunde, ist nun ein garstiger Berater. Stritten sich die Geschwister just noch über die Aufteilung des Erbes, erwuchs nun der Wunsch in ihrem Herzen, der Besitzer des Ganzen sein zu können. Und wie so oft verschlingt die Gier den Verstand. Der Pfeil fliegt ab. Es laufen die drei Brüder. Der Junge aber denkt sich eins. Setzt sich den Turban auf, kauert auf den Teppichen, knallt eins mit der Knute und... Na, hip hop, dort will ich sein, wo mein Bruder ist. Und ehe er sich's versieht, so befindet er sich vor einer großen Stadt. Kaum begab er sich in die Stadt, als ein Mann des Padischahs den Leuten verkündigte, dass die Sultanstochter jede Nacht verschwinde. Wer es nun erfahren könne, wohin sie sich begibt, dem solle die Maid und, wie es sich so gehört, das halbe Königreich gehören. Ha, da bin ich, rief der Narr. Führt mich hin zum Padischah. Wenn ich es nicht erfahre, so, hier, mein Kopf, schlagt ihn einfach ab. Ich sagte ja, Gier, nicht der beste Berater. Der Narr befand sich nun bald im Palaste, abends aber im Gemach der Sultanstochter, legte sich nieder und harrte mit halbgeschlossenen Augen der kommenden Dinge. Die Maid wartete nur darauf, dass er einschlafe. Dann stand sie auf, schlich sich zu ihm, stach ihm mit einer Nadel in die Fußsohle und als er darauf nicht erwachte, warum man auch immer so testen solle, ob irgendjemand schläft, nahm sie die Kerze zur Hand und entfernte sich durch die Seitentür. Über den schmerzenden Fuß fluchend, denn immerhin kam die Hochadelige auf den absurden Gedanken, diesen zu malträtieren, mit dem Turban auf dem Kopfe ging ihr der Junge nach. Und kaum trat er hinaus, stand ein Araber vor ihm, der auf dem Haupte ein goldenes Becken hatte, in welcher die Sultanstochter saß. Der Narr sprang ebenfalls hinein und dabei kippte die Schüssel beinahe um. Der Araber erschrak und fragte die Maid, was sie denn da oben treibe. Er habe sie ja beinahe fallen lassen. Ich habe kein Glied gerührt, versetzte die Maid. So wie du mich in die Schüssel gesetzt hast. Genau so sitze ich. Kaum machte der Araber einige Schritte, so bemerkte er, dass die Schüssel ungewöhnlich schwer sei. Den Jungen machte freilich der Turban unsichtbar, aber er befreite ihn nun mal nicht vom Gewicht. Und der Araber sprach abermals zu Maid, »Was ist mit dir geschehen, o Herrin? Gefallen am Schlemm gefunden? Du bist heute so schwer, dass ich unter dir beinahe zusammenbreche.« »Lieber Lala«, versetzte die Maid, »ich bin weder schwerer noch leichter geworden.« Kopfschüttelnd setzte der Araber seinen Weg fort. Und bald gelangten sie in einen wunderbaren Garten, dessen Bäume aus Silber und Diamanten bestanden. Kurzerhand brach der Junge einen Zweig ab, steckte ihn in seine Tasche
worauf die Bäume zu seufzen begannen. Menschenkind hat uns wehgetan. Menschenkind hat uns wehgetan. Der Araber und die Maid blickten sich erstaunt an. Sie schritten bald aber wieder vorwärts und gelangten in einen anderen Garten, wo die Bäume aus Gold und Edelsteinen waren. Auch hier brach sich der Junge einen Zweig ab, worauf die Bäume so laut seufzten, dass der Himmel erbebte. Menschenkind hat uns wehgetan. Menschenkind hat uns wehgetan. Der Araber wusste nun nicht, was er denken sollte. Nun erreichten sie eine Brücke. Und über diese hinwegschreitend kamen sie zu einem Palaste, wo die Maid von einer Sklavenschar erwartet wurde. Sie verschränkten die Arme über der Brust und verbeugten sich vor der Jungfrau tief zur Erde. Die Sultanstochter stieg hierauf vom Kopf des Arabers herab. Und als man ihr mit Edelsteinen besetzte Schuhe brachte, so steckte der Junge den einen in seine Tasche. Die Maid zog den anderen an, suchte aber das Paar dazu. Natürlich vergebens. Dachte nicht lange nach und ließ sich einen anderen bringen. Aber auch da verschwand der eine. Ärgerlich eilte sie in den Palast hinein. Aber der Junge mit dem Turban auf dem Kopfe, rote Teppich, einen Zweig aus Silber und Diamanten und einem aus Gold und Edelsteinen, als auch zwei Pantoffeln in den Händen schleppend, folgte ihr überall nach. Die Maid nun trat in ein Gemach ein, wo sich der arabische Peri befand, dessen eine Lippe den Himmel, die andere die Erde fegte. Er fragte die Maid, wo sie denn so lange geweilt habe. Die Sultanstochter erzählte ihm nun vom Narren, aber der Peri tröstete sie und meinte, das Ganze sei nur Einbildung. Sie setzten sich nun nieder und er ließ durch einen Diener Sherbet holen. In diamantenen Napfe brachte ein Schwarzer den süßen Trank, und als er ihn, der Sultanstochter, überreichen wollte, versetzte der unsichtbare Junge dem Diener einen solchen Schlag auf die Hand, dass er den Napf fallen ließ und derselbe zerbrach. Natürlich steckte der Junge ein Stückchen davon in seine Tasche. »Hab ich es nicht gesagt?« schrie die Sultanstochter. »Dass es heute nicht mit rechten Dingen zugeht? Ich will kein Sherbet haben. Ich will gar nichts haben. Ich will bald nach Hause gehen.« Der Araber beruhigte sie und ließ durch einen anderen Diener Speisen herbeiholen. Man deckte den Tisch, brachte viele Speisen herbei, und als sie aßen, griff natürlich auch der hungrige Narr zu, worauf die beiden vor Schrecken beinahe umfielen, als sie bemerkten, dass auch ein unsichtbarer Dritter von den Speisen esse. Auch der Araber wurde nun ein wenig nervös, besonders als auch von dem Zuckerwerk und von den Tassen so manches Stück verschwand. Er selbst sagte nun der Sultanstochter, seiner Geliebten, wie ihr wahrscheinlich bereits wisst, dass sie heute doch früher als sonst heimkehren solle. Der Araber wollte die Maid küssen, aber der Junge riss sie voneinander. Beide erbleichten und riefen den Lala herbei. Die Maid setzte sich ohne ein weiteres Wort in die Schüssel und ließ sich heimtragen. Der Narr aber nutzte die Zeit, nahm schnell von der Wand einen Säbel herab und schlug mit einem Hieb, warum auch immer, den Kopf des Arabers vom Rumpfe. Aber kaum fiel der Kopf zu Boden, so erzitterte Himmel und Erde. Jammern und Wehgeschrei erhob sich. Wehe uns! Wehe uns! Menschenkind hat unseren König getötet! Der Narr selbst erschrak nun und wusste nicht, woran er war. Er setzte sich schnell auf seinen Teppich, knallte eins mit der Knute, und als die Sultanstochter in den Palast zurückkehrte, da schnarchte der Narr schon in seinem Gemache. »Wer wünscht es, Schwein?« sprach die Maid grimmig. »Du hast mir heute genug Unruhe verursacht.« Sie nahm wieder eine Nadel hervor,
stach damit in die Fußsohle des Jungen. Und als dieser sich so gar nicht bewegte, glaubte sie, dass er schlafe. Naja, sie war dafür allerdings eine schöne Frau, muss man sagen. Und legte sich denn auch nieder. Am nächsten Morgen weckte man ihn auf, damit man erfahre, ob er die Sache schon erforscht habe. Widrigenfalls man ihm das Haupt nun abschlagen möchte. Ich weiß schon alles, versetzte er. Aber euch sage ich es nicht. Na, führt mich zum Padischah selbst. Man führte ihn also zum Vater der Maid, wo er aber sagte, dass er alles nur dann erzählen werde, wenn man alle Bewohner der Stadt, ob groß, ob klein, Mann oder Frau, um ihn versammeln. So werde ich meinen Bruder am leichtesten finden, dachte er bei sich. Gesagt, getan. Man versammelte nun die Bewohner auf dem Marktplatz. Auf einem erhabenen Platze saß der Padischah mit seiner Tochter. Neben ihm stand der Narr und erzählte die ganze Sache so, wie sie geschehen. Von der Schüssel angefangen bis zum Padischah. Glaub es nicht, Vater! Das ist eine Lüge! Padischah! Unterbrach ihn öfters die Maid. Er allerdings, davon unbehelligt, nahm nun aus seiner Tasche den silbernen und goldenen Zweig, voll Edelsteinen und Diamanten, die goldenen Schuhe, die kostbaren Esszeuge hervor und begann bereits vom Tode des Peri-Königs zu erzählen, als er in der Volksmenge seinen Bruder erblickte. Er sprach nicht, hörte nichts mehr, sondern sprang von der Erhöhung herab zu seinem Bruder hin, welcher ihn erkannte und panisch zu laufen begann. Der Narr lief ihm nun nach und holte ihn endlich ein. Nun kehrten sie beide zurück. Der Ältere erzählte dann seine Geschichte, der Jüngere aber sein Abenteuer. Und bat dann den Padischah, er möge die Maid und das halbe Königreich nicht ihm, sondern seinem Bruder geben. So etwas wäre er ihm schuldig. Zudem, er hatte noch gar nicht vor, sich wirklich zu binden. Und regieren. Regieren klänge nicht nur langweilig, sondern vor allem nach jede Menge Arbeit. Er habe genug mit seinem Turban, seinem Zauberteppich und seiner Knute. Mit diesen Dingen könne er sich bis zu seinem Tode den Lebensunterhalt verschaffen, wie es seinem Naturell wesentlich näher kam. Nur eine Bitte hatte er. Er möge stets in der Nähe seines Bruders bleiben dürfen. Am meisten allerdings freute sich über das Ende die Sultanstochter, als sie vom Tode des Peri-Königs erfuhr. Denn ihr müsst wissen, mit Gewalt hatte dieser sie eines Tages aus ihrem Gemache geraubt und sie so bezaubert, dass sie nicht von ihm lassen konnte. Nun, zumindest war das die Geschichte, die sie von diesem Tage aus an erzählte. Wie wahr sie ist? Ich persönlich käme nicht einmal mehr auf den Gedanken, sie zu hinterfragen. Mit Freuden willigte sie ein, dass der Bruder des Narren ihr Gemahl werde. Und sie feierten nun 40 Tage und 40 Nächte hindurch ihre Hochzeit. Auch ich war dabei, trank und aß, sah und hörte so einiges. Wer glaubt, von nun an wären die Nächte der frisch vermählten Sultanstochter ruhiger gewesen oder es hätte von diesem Zeitpunkt keine zwielichten, abendlichen Reisen mehr gegeben, der hat ihr noch nie wirklich in die Augen gesehen. Doch das ist eine andere Geschichte. Ach, was sage ich, Dutzende. Aber halt, andere Geschichten. Denn diese ist vorbei.
Nasreddin und der Topf. Ein Märchlein aus der Türkei. Schamlos editiert von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Vor langer Zeit lebte weit, weit im Süden ein ziemlich wunderlicher Mann. Um ganz ehrlich zu euch zu sein, Freunde, man kannte ihn unter vielen Namen, in vielen Ländern, mit so manchen Titeln. Aber wir nennen ihn ganz einfach Nasreddin Hodscha. Der Hodscha nun war kein Krieger, kein Abenteurer, zumindest nicht im allgemeinen Sinne. Und doch war er berüchtigt und gefürchtet. Vor allem bei den Herrschern, den hohen Beamten, Scharlatanen und so manchem Mullah. Denn sein Verstand war schärfer als jedes Pfeilbeil und seine Zunge spitzer als jeder Pfeil. Ein großer Geist, so meinte er, bräuchte viel Platz. Und so schmückte sein Kopf ein beinahe absurd großer Turban, sodass man diesen oft schon sah, bevor man Nasreddin selbst sehen konnte. Er war ein bedeutender Gelehrter. Er war witzig, reiste durchs ganze Land, mal hatte er Geld, mal keins. Und sein Name war des Öfteren in aller Munde. Es ist unnötig zu erwähnen, dass der Hodscha durchaus viele Freunde hatte und so manchen, der ihn neidete. Ihr Lieben, in der Türkei wird Gastfreundschaft großgeschrieben. Oder wurde sie es nur? Wer weiß das schon. Zumindest zu Hodschas Zeiten war dem so. Und der, der genügend besaß, sollte mindestens einmal in seinem Leben seine Freunde an seinem Besitz teilhaben lassen. So kam der Namenhafte eines Tages auf den Gedanken, seine ganze Familie, alle seine Freunde, alle wichtigen Männer des Dorfes, die bedeutendsten der Provinz, all jene, denen er noch etwas schuldig war, und die wichtigsten Größen des Landes einzuladen. Bei letzteren war es egal, ob sie kamen oder nicht, denn immerhin kann er mit Fug und Recht behaupten, seinen Teil der Verpflichtung getan zu haben. Er schrieb zahllose Einladungen und schickte die emsigen Boten in alle Himmelsrichtungen. Und dann ruhte er sich aus und war erst einmal zufrieden mit seiner Planung. Am Tage der Ankunft ging er zum Markt. Es sollte nicht nur ein einfaches Gastmahl sein, nein, nein. Er wollte zeigen, was er doch für ein guter Gastgeber sein konnte. So heißt es ja auch, tue Gutes und zeige es. Er kaufte das beste Gemüse, das frischeste Obst, das vortrefflichste Fleisch. Und für diejenigen, welche es nicht so genau mit dem Koran nahmen oder ihn erst gar nicht gelesen hatten oder konnten, denn immerhin war er ja auf Arabisch und wer um alles in der Welt spricht in der Türkei schon Arabisch, den vorzüglichsten Wein. Er sparte an nichts und ging guter Dinge nach Hause, kam in seiner Küche und stellte erschrocken fest, dass er gar keinen Topf besaß. Wie sollte er denn nun das Festmahl zubereiten? Panik machte sich breit. Der Markt hatte bereits geschlossen. Die Heerscharen von Gästen waren schon auf ihrem Weg und die Zeit wurde knapp. Und egal wie lange Hodscha nun seine Feuerstelle auch hilflos anstarrte, sie war und blieb topflos. Anstelle sich jedoch der Angst hinzugeben, kam ihm eine Idee. Seines Nachbars Gattin war eine mehr als ordentliche und sortierte Frau, welche allzu oft lauthals über ihre kulinarischen Fähigkeiten prahlte. Ob man wollte oder nicht, man wusste jeden Tag, was dort auf den Tisch kam und wie lange sie dafür brauchen würde und was es doch für eine Expertise und Kunstfertigkeit benötigte. Das, so war sich Hodscha sicher, war ein Mehrtopfhaushalt. Und dort konnte er sich bestimmt einen ausleihen. Er rannte also zu seinem Nachbarn, pochte an der Tür und als diese geöffnet wurde, warf er sich dramatisch auf die Knie, indem er sprach: Bruder, Bruder, ich leide große Not.
ich habe ein Gastmahl. Ach, was ein Gastmahl. Ein großes Festmahl. Eine opulente Feierlichkeit, die ihresgleichen sucht, geplant. Ich lud meine ganze Familie ein, o bester Nachbar. Alle meine Freunde, alle wichtigen Männer des Dorfes, die bedeutenden Männer der Provinz und alle Größen des Landes. Also, dich nicht, aber ansonsten beinahe jeden, den ich kenne. Ich ließ mich nicht lumpen, glaub das nicht. Kein Denar wurde gespart und ich kaufte nur das beste Gemüse, ausschließlich das frischeste Obst. Alleinig das vortrefflichste Fleisch und gar lediglich den vorzüglichsten Wein. Mein Esel und ich waren wohl gepackt. Und nun komme ich in meine Küche und was muss ich damit erstaunend feststellen, o stattlichster Mann in deinem Hause? Beim Grundlegenden war ich zu verstreut und ich vergaß, einen Topf zu kaufen. Die Volksmassen sind bereits auf dem Weg, die Märkte geschlossen und ich nun in großer Not. O, du gütiger Bruder, könntest du mir nicht einen deiner Töpfe leihen? Der Nachbar sah den Hodja ziemlich entgeistert an. Da lud Nasreddin anscheinend zum Abend des Jahres ein und er war nicht geladen. Er war zutiefst gekränkt, ja, sein Stolz war verletzt. Und am liebsten hätte er den Hodja dorthin geschickt, wo der Pfeffer wächst. Am besten die Reise mit einem ordentlichen Tritt in den Podex eingeleitet. Doch gab es da ein Problem? Seinem Bruder, so befahl es das Gebot, und mag es in diesem Fall auch nur im Glauben sein, hat man zu helfen, wenn man kann. Nur war sich der Nachbar sehr sicher, dass in keinen der Schriften stand, wie gut man dieses denn machen sollte. Helfen halt. Er nahm also seinen kleinsten, einen alten, verbeulten und nicht ganz sauber geputzten Topf, warf ihm den Nasreddin zu und sprach: Nimm den, Hodja. Bring ihn mir zurück, wenn du fertig bist mit dem, was du geplant hast. Sich gar überschwänglich bedankend und verbeugend, als auch seine Nachbarn lobpreisend, dennoch ihn nicht einladend, verabschiedete sich der Schriftgelehrte und machte sich ans große Werk. Und was soll ich sagen, meine getreuen Zuhörer? Festmahl wäre ein zu kleiner Begriff. Es war ein Fressen im absurden Ausmaß, ein Exzess, ein Gelage orgiastischen Ausmaßes, ja, ein Unmaß, welches würdig gewesen wäre, in Sanskrit festgehalten zu werden. Der Abend alleine wäre 10 mal 10 Geschichten wert gewesen. Geschichten, die hier nicht hingehören, es sei denn, die Hälfte von euch müsste nun seine Ohren verschließen und so mancher hätte danach berechtigte, neugierige und zahlreiche Fragen. Sagen wir es mal kurz, es war eine Nacht, die niemand je vergaß und ein voller Erfolg. Am nächsten Morgen, als die Gäste sein Haus manchmal kriechend, schlurfend oder humpelnd, aber alle freudig und mit gut gefüllten Bäuchen verlassen hatten, brachte Nasreddin die Leihgabe zurück. Und was staunte der Nachbar nicht schlecht? Der Topf war nicht lediglich gewaschen. Er war geschrubbt, ja poliert. Zudem schien es, als wäre jede einzelne und noch so kleinste Delle aus ihm geschlagen worden. Ohne jede Frage hatte er ihn schon seit Jahren nicht mehr so gesehen. Ja, so schön war er nicht gewesen, als er ihn gekauft hatte. Kritisch begutachtete der Mann ihn penibel und wog ihn in den Händen, als er ein leises Scheppern aus dem Inneren hörte. Er sah in den Topf hinein und holte überrascht einen zweiten, kleineren aus ihm. Ehrlich wie er war, sprach er zu Nasreddin: Hodja, da ist dir wohl ein Versehen geschehen. Ich lieh dir einen Topf und siehe, du bringst mir ja 2 zurück. Na, kein Versehen, wertvoller Nachbar, antwortete der Gelehrte. Denn es verhält sich so. Wie du sicherlich weißt, war der Topf, den du mir in deiner Großzügigkeit liehst, weiblich. Stille überkam die beiden,
in welcher der Nachbar den Hotscha mit wachsender Unsicherheit anstarrte. Schließlich brachte er vor, ja, natürlich wusste ich dieses, mich fand es nur nicht erwähnenswert. Das dachte ich mir, geschätzter Bruder, und wahrscheinlich wusstest du ebenfalls, dass der besagte Topf, den du mir reichtest, nicht nur weiblich war, nein, er war sogar schwanger. Erneut entstand ein Schweigen, nun ein wenig länger als zuvor, in der sich der Nachbar überlegte, wie es wohl um den Verstand des Nasreddin stand. Oder wer weiß, vielleicht hatte er sich gestern zu sehr an dem Vergorenen gelabt und war noch nicht ganz bei Sinn. Dennoch beendete er die Pause, indem er einwarf. Ja, dessen war ich mir bewusst. Erwähnte es allerdings gütigerweise nicht, da ich nicht wollte, dass du dir allzu große Sorgen machst. Immerhin hattest du ja gestern genügend Dinge um die Ohren, nicht wahr? Das dachte ich mir, entgegnete Nasreddin. Und wie es der Zufall nun einmal so wollte, Bruder, gebar genau dein weibliches Töpflein, während es bei mir war, einen zweiten, kleineren Topf. Und da es ja nun dein Muttertopf war, hielt ich es nur für allzu gerecht, wenn du beide Töpfe zurückerhieltest. Im Hirn des Nachbars rasten die Gedanken. Und ihm war letztendlich klar, die Geschichten vom weisen Mann Nasreddin Hotscha, der Spitzfindige, der Intelligente, der große subversive Denker, waren alle schlichtweg falsch. Der Kerl war alles andere als ein großer Geist. Er war ein Narr, ja, vom Wahnsinn geritten. Er war wirr im Oberstübchen, plemplem, und hatte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Logisch, er hatte ja nicht einmal mehr einen Topf. Der verwirrte Mann war von Tollheit geführt und ließ den Irrsinn seine Zunge führen. Und so benahm er sich natürlich oft sonderbar und gab Wunderliches von sich. Noch dümmere als er glaubten, dahinter stecke ein tieferer Sinn, komplexe Botschaften, gewiefte Analogien und hielten ihn für weise, titulierten ihn als brillant, um sich selbst nicht die Blöße zu geben. Ein wenig wie ein seltsamer Regent und seine dubiosen unsichtbaren Gewänder. Dabei lag die Sache doch so klar auf der Hand. Nun verhält es sich allerdings so, meine Freunde. In so manchen sich als heilig apostrophierenden Büchern stehen so manche Gesetze, Gebote und vor allem Verbote. Aber in keinem von ihnen steht geschrieben, dass man die Dummheit der Menschen nicht ausnutzen darf, aus naheliegenden Gründen. So bedankte sich der Nachbar knapp, nahm die beiden Töpfe bereitwillig entgegen und bevor Nasreddin doch vielleicht zu Sinnen kommen würde, schlug er ihm die Türe vor der Nase zu. Die Zeit verging. Großartige Feiern, geschätzte Freunde, haben eine interessante Angewohnheit. Sie wiederholen sich. Denn jeder Gast möchte sie erneut erleben. Ja, nicht nur das. Die Gäste berichten, ja, prahlen mit ihren Erfahrungen und machen andere neugierig auf diese, sodass auch sie Teil an so etwas haben wollen. Bei Hotschas Mahl war es nicht anders. Zuerst bejubelte man ihn, dann lobte man und schließlich bat, ja, bedrängte man ihn um mehr. Noch größer als zuvor, denn dieses Mal luden sich die Freunde der Freunde ein, die Bekannten der Wichtigen und die Großen kündigten sich plötzlich von selbst an. Ob er nun wollte oder nicht, es würde ein zweites großes Spektakel bei ihm geben. Und auch dieses Mal nahm er sich vor, der beste Gastgeber zu sein, von dem man je gehört hatte. Am Tage des Ereignisses machte er sich wieder auf den Weg zum Markt. Mit lockeren Denaren in den Taschen kaufte er erneut das beste Gemüse, das frischeste Obst, das vortrefflichste Fleisch. Und für diejenigen, welche in der Zwischenzeit immer noch nicht den Koran gelesen oder Arabisch gelernt hatten oder es einfach nicht so genau mit dem Koran nahmen, wer weiß das schon, abermals den vorzüglichsten Wein. Eilig machte er sich auf den Weg, denn schließlich waren die Menschenmassen schon zu ihm auf den Weg, lud alles in seine Küche ab und nun
wie soll ich es sagen? So mancher von euch befürchtet es schon vollkommen richtig. Er hatte immer noch keinen Topf. Klares Verhalten eines späten Junggesellen. Die Panik erhielt Einzug, die Sorgen machten sich breit, die Hilflosigkeit war dabei, ihn zu verschlingen. Doch da kam ihm zum zweiten Mal die Idee, sein Nachbar, der ihn ja beim letzten Male geholfen hat, hat bestimmt auch dieses Mal einen Topf für ihn. Er raste also zu dessen Haus, pochte an der Tür und als diese geöffnet wurde, warf er sich dramatisch in den Staub und skandierte: Bruder! Bruder! Es ist wieder passiert. Ich habe ein Gastmahl, ach was, ein großes Festmahl, eine opulente Feierlichkeit, die ihresgleichen sucht, geplant. Und allem Anschein nach wird sie größer und glorreicher als jemals zuvor. Denn noch viel mehr werden kommen. Ich lud meine ganze Familie ein, musst du wissen, mein bester Nachbar. Alle meine Freunde, alle wichtigen Männer des Dorfes. Die bedeutendsten Männer der Provinz und alle Größten des Landes. Und nicht nur das. Ihre Freunde und Freundesfreunde bringen sie nun auch mit. Also dich immer noch nicht, aber halt den Rest. Erneut ließ ich mich nicht lumpen. Oh nein, Bruder. Kein Denar wurde gespart und ich kaufte nur das beste Gemüse. Ausschließlich das frischeste Obst. Alleinig das vortrefflichste Fleisch und gar lediglich den vorzüglichsten Wein. Mein Esel und ich waren wohl gepackt. Und nun komme ich in meine Küche und was muss ich da mit Erschrecken feststellen, o größter Mann in deinem Hause? Ein Topf! Es fehlt mir ein Topf! Du warst doch so gnädig, mir schon einmal zu helfen. Könntest du über deinen kleinen Schatten springen und mir erneut einen deiner Töpfe leihen? Nun dachte der immer noch und erneut durchaus verletzte Mann nach. Was war beim letzten Mal geschehen? Er lieh dem Hotscher seinen kleinsten, schmutzigsten und sogar verbeulten Topf und bekam zwei zurück. Was glaubt ihr, tat er nun? Er holte seinen größten, schwersten, in Silber ziselierten Topf, schleifte ihn über den Boden und bot an: Nimm dieses winzige Töpflein, werter Hotscher. Und ich hoffe, es reicht auch aus. Du musst ihn mir auch nicht direkt am nächsten Tag wiederbringen. Wer weiß schon so genau, wie lange so die Tragezeit, wie lange das Ganze denn so dauert. Und ich hoffe, es reicht auch aus. Einen größeren habe ich nicht. Somit machte sich Nasreddin Hodscha zurück in seine Küche und bereitete das Festessen zu. Und was kann ich darüber schon sagen? Konnte ich zuvor schon nicht darüber reden, müsste ich jetzt noch umso mehr schweigen. Neue Worte müssten erfunden werden, um die Größe des Schleiers des Schweigens zu beschreiben, den es benötigt hätte, damit der Ruf dieser Feierlichkeit nicht weit über das Reich hinaus gedrungen wäre. Sagen wir einfach, es war gut. Derweil freute sich der Nachbar und überlegte, wenn ein ganz kleiner, unverbeulter Topf, kaum größer als ein Tässlein, schon ein Kind bekommt, bei allen Göttern, wie viele Kinder bekommt dann so ein Titan, wie er ihm nun den Hodscha geliehen hatte? Zwei wären da ohne jede Frage eine viel zu geringe Zahl und vier schlichtweg zu klein. Bekamen Töpfe ungerade Zahlen an Nachkommen? Oder kämen sie ab einer gewissen Größe dann doch eher pärchenweise? Werden Muttertöpfe ganz gefüllt? Oder geht es da eher nach Nettogewicht? Vielleicht spielt hier auch das Material eine entscheidende Rolle. Und da konnte er nur froh sein, ein so feines Exemplar gegeben zu haben. Unter einem Dutzend wäre er ja durchaus ein wenig enttäuscht. Und während er nun so überlegte und nachsann, sich das Hirn zermarterte und plante, was er denn überhaupt mit all diesen Töpfen machen sollte. Vielleicht ein Topfverleihgeschäft gründen? Oder sie doch eher verkaufen? Verging der erste Tag, ohne dass ihm das Redin
den geliebten Topf wiederbrachte. Große Töpfe, lange Tragezeit, dachte er sich. Und der zweite Tag strich durch das Land. Und auch am dritten Tag kam der Nachbar nicht. Die Tage wurden zu einer Woche, diese dann zu zwei. Und nach der dritten Woche wurde die Frau des Nachbarn dann doch schon ein wenig ungehalten. Nach vier Wochen reichte es dem Mann schließlich selbst. Und wütend machte er sich auf den Weg, hämmerte an Nasreddins Tür und schrie: Hodja! Hast du dir nicht vor einem Mond meinen größten, meinen schönsten, meinen wertvollsten Topf geliehen? Glaubst du denn nicht, es wird langsam an der Zeit, ihn mir zurückzugeben? Der Hodja ging zur Tür und öffnete dem erbosten Nachbarn, sah ihn traurig an und sprach mit ruhiger, schwerer Stimme: Mein Bruder, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es ist gar fürchterlich. Der Topf, den du mir geliehen hast, den du mir in meiner Obhut übergabst, der ist gestorben. Irritiert und wütend erwiderte der Nachbar: Gestorben? Willst du Tor mich etwa zum Narren halten? Töpfe können nicht sterben. Und das war der Moment, in dem Nasreddin zu lächeln begann, seine Hand auf die Schulter des Nachbarn legte und einwand: Aber Bruder, in einer Welt, in der Töpfe weiblich sein und Kinder gebären können, in so einer Welt können Töpfe auch sterben. Abu der Faulpelz. Ein Märchlein aus Tausend und eine Nacht. Überliefert von Max Geisler. Gelesen von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Ein Rasierer in der Stadt Bagdad hatte einen Sohn. Der war so faul, dass kein Mittel ausfindig gemacht werden konnte, ihn von seinem Laster zu heilen. Und als der Vater starb, hatte der Sohn den Ruf, der faulste Mensch der Erde zu sein. Und dazu gehört so einiges, wie mir meine Lehrer versicherten. Der Faulpelz allerdings lachte darüber. Aber seine Mutter, die Witwe, wusste nicht, wie sie die Schande von ihrem Haus wenden sollte und sorgte sich so um ihren ungeratenen Sohn, dass sie vor der Zeit alt und gebrechlich wurde. Abu, so hieß der Faulpelz, war so träge, dass er nicht einmal mehr aufstand, um sich in den Schatten zu legen, wenn die Mittagssonne auf ihn herniederbrannte. 15 Jahre hatte er auf diese Weise verbracht. Seine Mutter musste die Kunden rasieren und ihm zu essen geben, während er auf dem Rücken lag. Da trat sie eines Tages zu ihm und sagte: Abu, da hast du 5 Silberlinge. Ach, schön. Was soll ich mit dem Geld machen? Fragte der Junge. Ach, weißt du nicht, dass ich viel zu faul bin, mir etwas dafür zu kaufen? Nimm das Geld, sagte die Mutter, und gehe damit zu dem Kaufmann Musafa. Der reist heute mit seinem Schiffe nach China. Bitte ihn, dass er dir etwas kaufe, woraus dir für dein Leben ein Gewinner sprießen kann. Aber Abu, der Faulpelz, rührte sich nicht. Da raufte sich die Mutter die Haare und gelobte, sie werde ihn vor Hunger und Durst sterben lassen, falls er nicht aufstünde, zu Musafa gehe und ihm seine Bitte vortrüge. Weil die Worte der Mutter von heftigem Zorn erfüllt waren, lauschte Abu.
und besann sich, was in seiner Lage zu tun wäre. Schließlich fand er es für am besten, ihr einfach zu gehorchen. Er zog also die Knie ein wenig an und sagte, »Richte mich auf!« Da richtete sie ihn auf. Und Abu dem Faulpelz liefen die Tränen aus den Augen, weil ihm diese Arbeit so schwer wurde. Dann sagte er, »Bringe mir meine Schuhe!« Die Mutter tat, wie ihr geheißen, und zog sie dem Faulen auch noch auf die Füße. Danach sprach er, »Nun stütze mich, damit ich gehen kann.« Freunde, ihr werdet es nicht glauben, was nun geschah. Da stützte sie ihn. Sie gingen miteinander zum Ufer des Stromes, wo das Schiff Mussafas lag. Und der Faulpelz sprach zu dem Kaufmann, »Hey du, hier, nimm diese 5 Silberlinge und erstehe mir dafür etwas in diesem Lande, China. Vielleicht verhilft es mir zu Glück und Reichtum.« Weil nun Mustafa die Mutter des Faulpelzes als eine ehrenwerte Frau kannte, versprach er die Erfüllung des Wunsches, reiste ab und kaufte in China ein ganzes Schiff voller Waren. Aber die Bitte des Faulpelzes vergaß er. Als das Schiff schon wieder auf der Heimfahrt begriffen war, erinnerte er sich an sein Versprechen und er beschloss, sofort wieder umzukehren. Ein wahrer Mann seines Wortes. Nicht unbedingt der ökonomisch durchdachteste, dennoch halt ein guter Mann. Doch die Schiffsleute stellten ihm vor, welche Gefahren die Rückreise bringen könnte, und sagten, »Lieber wollen wir unter uns 100 Silberlinge sammeln. Die kannst du aber dem Faulpelz übergeben.« Darein willigte Mustafa. Und nicht lange, so segelten sie an einer Insel vorüber, auf welcher sie sehr viele handeltreibende Menschen gewahrten. Deshalb gingen sie vor Anker, stiegen an Land und begannen zu kaufen und zu verkaufen. Alsbald bemerkte Mustafa einen Mann, der sehr viele Affen um sich hatte. Einem davon waren fast alle Haare ausgerissen. Und sobald der Besitzer sich nicht um die Tiere kümmerte, eilten die anderen herzu, schlugen den mit dem gerupften Fell und warfen ihn wie ein Häuflein Lumpen nach dem Besitzer. Darüber ward dieser zornig, verprügelte die Affen und legte sie in Ketten. Aber sie wurden nur noch grimmiger gegen den halbnackten Genossen. Und zuletzt wusste der Affenbesitzer gar nicht mehr, was er mit dem feindseligen Tieren beginnen sollte. Mustafa trat zu ihm und sagte, »Weißt du was? Verkaufe mir den Affen mit dem gerupften Fell. Ich will ihn Abu, dem Faulpelz, mitbringen.« Dann gab er ihm 5 Silberlinge. Das Geschäft wurde richtig. Und der Affe ward auf das Schiff gebracht. Nicht lange, und es segelte von dannen. Bald kam es zu einer anderen Insel, an der es wieder vor Anker ging. Es waren am Strande aber viele Taucher, die im Meere nach Perlen fischten. Und als der Affe sie eine Zeit lang beobachtet hatte, sprang er in die Flut und verschwand augenblicklich in der Tiefe. Schon hatte Mustafa die Hoffnung aufgegeben, ihn je wiederzusehen, da tauchte er empor und hatte die Hände voll der kostbarsten Edelsteine. Die gab er Mustafa, und der sagte in großer Verwunderung, fürwahr, mit diesem Affen hat es eine besondere Bewandtnis. Danach hissten sie die Segel und stachen in See. Es brach aber ein Sturm los, der trieb sie in der dritten Nacht an einen gefährlichen Strand. Und als es Tag ward, bemerkten sie, das war die Insel der Menschenfresser. Eine Schar von Schwarzen stürzte aus den Büschen. Die sangen schauerliche Freudenlieder, fingen die Reisenden und legten sie in Fesseln. Darauf zündeten sie ein Feuer an, schlachteten ihrer 7 und brieten sie augenblicklich. Die anderen aber mussten in jammervoller Lage auf ihr Schicksal warten. Als es Nacht geworden war, krochen die Kannibalen in ihre Hütten. Und weil sie sich in ihrer Freude über den guten Fang einen Rausch angetrunken hatten, schliefen sie tief. Da stahl sich der Affe aus den Büschen herbei und löste dem Kaufmann Mustafa seine Fesseln. Als ihn die anderen sahen,
baten sie ihn flehentlich, er solle auch ihre Stricke zerschneiden. Aber die Wilden hatten ihm weder ein Messer noch eine Waffe gelassen. Und die Knoten der Fesseln waren so kunstvoll geschlungen, dass Mustafa sich vergeblich bemühte, auch nur einen der Gefangenen zu befreien. Jetzt wird es seltsam. Da konnte der Affe auf einmal reden und sagte, eine missliche Lage. Wenn mir jeder von euch 1000 Silberlinge bezahlt, so will ich euch losmachen. Guter, wenn auch teurer Affe. Oder einfach der geborene Geschäftsmann. Zumindest war es nun einmal ein Angebot, welches man nicht ausschlagen konnte. Und so versprachen es die Schiffsleute ihm. Und nun trat der Affe zu ihnen und befreite einen nach dem anderen. Ganz leise eilten sie zum Strande, bestiegen im Schutze der Nacht ihr Schiff und entkamen glücklich von dem gefährlichen Eiland. Also alle bis auf 7. Als es Morgen ward, lag die Insel der Menschenfresser schon weit hinter ihnen und war kaum noch zu sehen. Da erinnerte Mustafa die Schiffsleute an ihr Versprechen, denn der Affe hatte keinen Laut mehr von sich gegeben. Und es war, als hätte er nur in jener gefahrvollen Stunde menschliche Worte gefunden. Jeder der Schiffsleute aber gab Mustafa 1000 Silberlinge, sodass für den Affen eine mächtige Summe Geldes zusammenkam. Und er wohl der reichste Affe war, zumindest auf dem Boot. Und weil der Wind günstig war, erreichte das Schiff nach wenigen Wochen die Heimat. Der Kaufmann Mustafa brachte den Affen und das viele Geld zu Abu dem Faulpelz. Und die Freude im Haus der armen Frau war groß, wie man sich vorstellen kann. Der Faulpelz ließ sich schließlich dazu bewegen, einen Laden aufzumachen und trieb darin gar ein wenig Handel. Aber nicht zu viel, denn er fand, dass Faulsein sei eine viel schönere Beschäftigung. Zudem ging der Affe an jedem Morgen aus dem Hause und kehrte an jedem Mittag mit einem Beutel zurück. Darin 1000 Silberlinge waren. So verging ein Jahr. Abu der Faulpelz war der reichste Mann von Bagdad geworden und hatte doch kaum mehr getan, als auf seinem Lager gelegen und Tabak geraucht. Seit einiger Zeit aber war der Affe bei schlechter Laune. Er blieb neben seinem Herrn sitzen, aß wenig, trank wenig und verfiel von Tag zu Tag mehr. Das ist eine sehr unangenehme Sache, dachte der Faule. Er ließ alle Tierärzte rufen, die erreichbar waren, aber keiner konnte helfen. So saßen Abu der Faulpelz und der Affe sich eines Tages gegenüber und sahen sich mit schweren Sorgen in den Augen. Da wandte sich der Affe ein paar Mal nach rechts und ein paar Mal nach links. Und auf einmal begann er zu sprechen, wie ein Mensch. Erschrick nicht, Abu mein erlauchter Herr. Ich will dir verkünden, was es mit mir auf sich hat. Ich bin nämlich ein Geist, musst du wissen, und kam zu dir, um dir aus deiner armseligen Lage zu helfen. Du hast heute so viel Geld, dass du gar nicht mehr weißt, wie viel du besitzt. Nun bedarf ich deiner in einer Sache, die ich ohne deine Hilfe nicht wohl hinausführen könnte. Rede, sagte Abu. Was in meinen Kräften steht, will ich gerne für dich tun. Höre, ich möchte dich gerne mit einem Mädchen vermählen. Das ist so schön, wie der Vollmond. Und was könnte ich dabei tun? Fragte Abu belustigt. Sehr viel. So rede. Also, ziehe morgen dein schönstes Gewand an, fuhr der Affe fort. Setze dich auf ein weißes Maultier mit goldenem Sattel und reite zu den Kaufhallen der Futterhändler. Dort erkundige dich nach dem Laden des Scherifs Mohammed. Scherif bedeutet edel, vornehm und ist der religiöse Titel der Nachkommen des Propheten Mohammed, die von einem seiner beiden Enkel, Hassan bzw. Hussein, abstammen.
von denen es unzählige gibt. Die Männer tragen einen grünen Turban, die Frauen einen grünen Schleier. Und spricht zu ihm, sobald du den Mann gefunden hast: Siehe, mein Freund, ich komme als Brautwerber deiner Tochter. Dann gab ihm der Affe noch einige Weisungen, wie er sich zu verhalten habe, wenn der Scherif nicht einverstanden sei. Denn was um alles in der Welt könne besser sein als Werbungsratschläge von einem sprechenden Affen? Zumindest hörte ich noch nie, dass diese falsch lagen. Und am nächsten Morgen ritt Abu auf dem weißen Maultiere von dannen. Nicht lange, so traf er den Scherif in seinem Laden. Und Abu sprach: Ich bin als Brautwerber gekommen und begehre deine Tochter. Da entgegnete der Kaufmann: Du hast weder Geld noch bist du von Stand und Adel. Abu aber holte einen Beutel mit 1000 Goldstücken hervor und erwiderte: Dies ist mein Stand. Darüber wunderte sich der Scherif nicht wenig. 1000 Goldstücke, sagte er, eine schöne Summe. Wenn du mir 3000 geben kannst, sollst du meine Tochter haben. Da legte Abu noch 2000 hinzu. Der Ehevertrag wurde geschlossen und der Scherif sagte: In 10 Tagen will ich dir die Braut zuführen. Schön, sagte Abu und ritt von dannen. Romantik. Romantik konnten sie damals. Der Affe, als er erfuhr, wie alles zugegangen, war von Stund an wieder guter Dinge. Und als der Tag nahte, der von dem Scherif genannt worden, sprach er zu Abu: Ich habe noch ein Anliegen an dich. Und so du es mir erfüllst, sollst du alles von mir erhalten, was du begehrst. In dem Saale, in dem du mit der Tochter des Scherifs zusammentreffen wirst, befindet sich gegenüber dem Eingang eine Kammer. An der Tür zu dieser Kammer ist ein kupferner Ring angebracht. Öffne die Tür und du wirst in der Kammer einen eisernen Kasten finden. An dessen Ecken stecken 4 Fähnlein. Mitten in der Kiste ist ein Becken voll Gold. Und in dem Golde, da sitzt ein weißer Hahn. Auf der einen Seite im Kasten, da sind 11 Schlangen. Und auf der anderen befindet sich ein sehr scharfes Messer. Nimm das Messer, schlachte den Hahn damit und zerschneide die 4 Fähnlein. Danach stürze den Kasten einfach um. Andere hätten vielleicht nachgefragt. Doch Abu versprach sich, alles wohl zu merken und es so zu tun. Immerhin hatte bislang der Affe ihm lediglich Gutes gebracht. Und als der 10. Tag herangekommen war, begab er sich in den Saal des Scherifs. Dort fand sich alles, wie ihm der Affe gesagt hatte. Und Abu verhielt sich genau nach den Anweisungen, die ihm gegeben waren. Er schlachtete den Hahn, zerschnitt die 4 Fähnlein und stürzte den Kasten um. Mit einem Male erhob sich im Saal ein Schrei. Die Braut stand händeringend neben Abu und rief: Oh mein Freund, was hast du getan? Nun hat mich der Geist in seine Macht bekommen, vor dem ich behütet war, solange die Fahnen an den Ecken des Kasten wehten. Und kaum hatte sie das letzte Wort gesprochen, so fuhr der Geist auch schon durchs Haus, raubte die schöne Braut und flog mit ihr unter großem Getöse durch eine Öffnung im Dache davon. Der Scherif betrat gleich darauf sehr traurig den Saal und sprach zu dem verblüfften Abu: Ach, was hast du denn getan? Seit 6 Jahren stellt dieser Verruchte meine Tochter nach. Nun ist er durch deine Schuld mächtig über uns geworden. Du darfst nicht länger in diesem Hause weilen, denn ich müsste dich töten lassen. Fliehe also, wenn dir dein Leben lieb ist. Abu, der noch gar nicht wusste, wie alles geschehen konnte, eilte nach Hause und suchte den Affen, denn er dachte, er könne von ihm erfahren, was in dieser Sache zu tun sei. Es gibt Gründe, warum wir nicht von Abu dem Klugen, den Weisen oder den Vorausschauenden sprechen. Natürlich fand er keine Spur mehr von ihm und merkte nun, dass es kein anderer als jener gewesen war, der ihm die Braut geraubt hatte. In bitterlicher Reue zerriss er seine Kleider, lief aus der Stadt und wanderte in die Wüste.
Als die Nacht kam, legte er sich unter eine Palme. Auf einmal krochen zwei Schlangen des Weges, eine weiße und eine schwarze. Die erhoben ihre Köpfe und kämpften miteinander. Im weißen Mondscheine suchte Abu nach einem Fellstück und warf damit die schwarze Schlange zu Tode. Da verschwand die Weiße, kam aber alsbald wieder und brachte 10 andere schneeweiße Schlangen mit. Die rissen die Schwarze vollends in Stücke und ließen nichts von ihr übrig als den Kopf. Abu sah das mit großem Erstaunen. Als die Schlangen wieder in ihren Höhlen gekrochen waren, ward es auf einmal ganz hell um ihn. Ein Geist in Menschengestalt lehnte an dem Stamme der Palme und sprach: Fürchte dich nicht, denn du hast eine gute Tat getan. Ich bin der Bruder jener weißen Schlange, deren Feindin du getötet hast. Und nun wisse, der, welcher in der Gestalt des Affen dein Gesell war, ist ein widerlicher Geist. Doch gräme dich nicht mehr über diese Sache. Meine Brüder und ich werden dich zu deiner verlorenen Braut bringen. Denn die Güte, die du uns erwiesen hast, soll dir nicht unbelohnt bleiben. Darauf pfiff der schöne weiße Geist auf einer silbernen Muschel. Und alsbald erschien ein Trupp fremdartiger Gestalten. Die konnten Menschen sein und waren doch keine. Und der Geist sprach zu ihnen: Wo ist der Affe, der die schöne Braut raubte? In der kupfernen Stadt, über welcher die Sonne nicht aufgeht. Du, sagte der Geist darauf zu der Gestalt, die diese Worte geredet hatte, nimm Abu von Bagdad auf deine Schultern. Trage ihn von hinnen und sage ihm, wie er seine schöne Braut wiedererlangen kann. Der Sklave neigte sich. Abu setzte sich auf seine Schultern und fort ging die Reise, hinaus in die klare Mondnacht und empor gegen den sternenhellen Himmel über der Wüste. Während sie so dahinflogen, erschien mit einem Male eine Gestalt in grünem Gewande und mit leuchtendem Antlitz. Die trug in der Hand einen funkensprühenden Speer, warf den Speer nach dem Sklaven und der Sklave zerschmolz vor der Glut und verstiebte als Asche in die Nacht. Abu aber fiel in sausendem Fluge gegen die Erde und sank in ein stilles, weites Meer. Aber siehe, es war ein Fahrzeug mit 5 Schiffern in der Nähe. Die nahmen den armen Schiffer auf. Alleine, sie verstanden seine Sprache nicht. Mit den Schiffern fuhr er bis zum nächsten Abend. Da warfen die ihre Netze aus und fingen einen sehr großen Fisch. Den brieten sie und gaben auch Abu davon zu essen. Dann warfen sie Anker an einem fremden Strande und Abu setzte sich an das Ufer eines Flusses und dachte nach, was er nun beginnen sollte. Da kam plötzlich ein Reiter auf einem weißen Rosse auf ihn zu und fragte: Höre du, bist du nicht Abu von Bagdad, den sie den Faulpelz nennen? Der bin ich. Fürchte dich nicht, deine gute Tat ist mir zu Ohren gekommen. Wer bist du denn? Fragte Abu. Ich bin ein Bruder jener weißen Schlange, der du das Leben gerettet hast. Na komm, setze dich hinter mir auf das Ross. Abu tat, wie ihm geheißen, und sie ritten miteinander in eine Steppe. Da sprach der fremde Reiter: Steige nun ab und wandere zwischen jene Berge da, bis du die kupferne Stadt siehst. Halte dich aber fern von ihr und betritt sie nicht eher, als bis ich wieder zu dir zurückgekehrt bin. Und ich dir sage, was du zu tun hast. Da wanderte Abu zu der kupfernen Stadt. Und während er die Mauern umschritt, zu sehen, ob irgendwo ein Tor wäre, kam der Bruder der weißen Schlange wieder und händigte ihm ein Schwert ein. Kaum hatte Abu seine Hand an den Griff gelegt, so sprach der Fremde: Du bist nun unsichtbar und kannst nur von einer ganz gewissen Klasse von Menschen erkannt werden. Du brauchst dich aber nicht vor ihnen zu fürchten. Wiewohl sie ein sehr merkwürdiges, befremdliches, beinahe obskures Aussehen haben. Aber wie gesagt, keine Angst. Darauf verschwand der Bruder der weißen Schlange und Abu ging in die Stadt.
Nicht lange, so vernahm er ein heftiges Geschrei und sah einige Leute auf sich zukommen, die hatten die Augen auf der Brust und riefen: Du bist Abu von Bagdad, der seine Braut sucht. Sie ist in dieser Stadt und wird von einem bösen Geiste gefangen gehalten. Wir sind alle Brüder der Weißen Schlange. So sag mir, wo ich meine Braut finde. Steig in den Bach, der in jenes unterirdische Gewölbe fließt, und tritt mit dem Bach in dies Gewölbe ein. Das Weitere wird sich finden. Abu stieg also in das Wasser des Baches, trat mit ihm in das Gewölbe und kam nach einer Weile auf einen großen, hellen Platz mit schönen Gärten. Da sah er seine Braut auf einem goldenen Stuhle sitzen und über ihr hing ein Baldachin aus Brokat. Ringsum standen goldene Bäume mit Früchten aus Edelsteinen. Als Abu nun der Jungfrau die Hand reichen wollte, sprach sie: O mein Freund und Bräutigam, ich kann dir nicht folgen, denn ich bin 1000 Jahre an diesen Thron gebannt. Aber Moment, wenn du aber zu dem Adler gehen willst, der auf der silbernen Säule am Ende dieser Stadt sitzt, so wirst du eine Weisung empfangen, wie du mich erlösen kannst. Das ist wirklich eine verwickelte Geschichte, sagte Abu. Aber schön, dass du, Atok, weißt, was zu tun ist. Und ich will nicht säumen. So viel wie heute bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelaufen. Ganz ehrlich, das entspricht nun so gar nicht meinem Titel. Das schadet dir nichts. Du bist lange genug faul gewesen. Aha, dachte Abu. Ist das so gemeint? Auf dem Wege zur silbernen Säule begegneten ihm wieder die Leute, die die Augen auf der Brust hatten, und gaben ihm ein Schächtelein voll Moschus, dazu ein Kohlenbecken voll Glut und sagten ihm, was er damit beginnen solle. Er fand alsbald die Säule, stellte das Becken vor dem Adler auf und warf das Pulver hinein. Ein Rauch stieg auf, und aus dem Rauche löste sich ein Geist. Der sprach zu Abu: Zu dienen, mein Herr. Was du mir auch befehlen magst, ich werde dir deine Wünsche sofort erfüllen. Alles? So gehe hin, fange den Geist, der mir die Braut geraubt hat, und erwarte mich am Ufer des Meeres. Soll sofort geschehen, sagte der Sklave und verschwand. Abu aber eilte zu den Gärten mit den goldenen Bäumen, nahm seine Braut an der Hand und schritt zum Ufer des Meeres. Dort wartete der Sklave schon auf ihn, der den gefesselten Affen führte. Schaffe mir augenblicklich ein Schiff her. Sorge auch für guten Wind und segle mit uns in die Heimat. Es geschah alles, wie es befohlen ward. Und als das Schiff vom Strande stieß, kam der Adler, trug das Kohlenbecken an Bord und setzte sich auf die Spitze des Mastbaumes. Denn auch er wollte Abu und seine glückliche Braut auf der Meerfahrt begleiten. Ohne Unfall kehrten sie nach Bagdad zurück. Das ist seltsam, aber so steht es geschrieben. Abu ließ sich durch den Geist noch alle Schätze herantragen, die sich in der kupfernen Stadt befanden. Danach baute er sich einen Palast, der war größer und schöner als alle Paläste der Erde. Den Geist aber, der ihm die Braut geraubt hatte, sperrte er in eine kupferne Flasche, ließ sie verlöten, denn wer wäre schon so blöd, sie nur mit einem Korken zu verschließen, und vor dem Tore seines Schlosses auf eine Säule stellen. Als der Sultan eines Tages zu ihm kam, um sich die Reichtümer Abus zu betrachten, dessen Vater ein armer Rasierer gewesen war, fragte er auch nach der kupfernen Flasche und was für eine Bewandtnis es mit ihr habe. Da sagte Abu: Na, ich hatte mal einen Affen und Stein, den habe ich in diese Flasche gesperrt. Der Sultan sah ihn ziemlich verwirrt an, und dann erzählte er dem Sultan die Geschichte, die ich nun euch erzählt habe.
Die Geschichte von dem kleinen Muck. Ein Märchlein von Wilhelm Hauff. In Ikea, meiner Vaterstadt, wohnte ein Mann, den man den kleinen Muck hieß. Ich kann mir ihn, ob ich gleich damals noch sehr jung war, noch recht wohl denken. Besonders, weil ich einmal von meinem Vater wegen seiner halbtot geprügelt wurde. Der kleine Muck nämlich war schon ein alter Geselle, als ich ihn kannte. Doch war er nur 3 bis 4 Schuhe hoch. Kleine Schuhe. Dabei hatte er eine sonderbare Gestalt. Denn sein Leib, so klein und zierlich er war, musste einen Kopf tragen, viel größer und dicker als der Kopf anderer Leute. Er wohnte ganz allein in einem großen Haus und kochte sich sogar selbst. Auch hätte man in der Stadt nicht gewusst, ob er lebte oder gestorben sei, wenn nicht um die Mittagsstunde ein mächtiger Dampf aus dem Hause aufgestiegen wäre. Denn er ging nur alle 4 Wochen einmal aus. Doch sah man ihn oft abends auf seinem Dache auf und ab gehen. Von der Straße aus glaubte man aber, nur sein großer Kopf alleine laufe auf dem Dache umher. Ich und meine Kameraden waren böse Buben, die jedermann gerne neckten und belachten. Daher war es uns allemal ein Festtag, wenn der kleine Muck ausging. Wir versammelten uns an dem bestimmten Tage vor seinem Hause und warteten, bis er herauskam. Wenn dann die Türe aufging und zuerst der große Kopf mit dem noch größeren Turban herausguckte, wenn das übrige Körperlein nachfolgte, angetan mit einem abgeschabten Mäntelein, weiten Beinkleidern und einem breiten Gürtel, an welchem ein langer Dolch hing, so lang, dass man nicht wusste, ob Muck an dem Dolch oder der Dolch an Muck stak, wenn er so heraustrat, da ertönte die Luft von unserem Freudenschrei. Wir warfen unsere Mützen in die Höhe und tanzten wie toll um ihn her. Der kleine Muck aber grüßte uns mit ernsthaften Kopfnicken und ging mit langen Schritten die Straße hinab. Wir Knaben liefen hinter ihm her und schrien immer: Kleiner Muck! Kleiner Muck! Auch hatten wir ein lustiges Verslein, das wir ihm zu Ehren hier und da sangen. Es hieß: kleiner Muck, wohnst in einem großen Haus, gehst nur alle 4 Wochen aus, bist ein braver kleiner Zwerg, hast dein Köpflein wie ein Berg, schau dich einmal um und guck, lauf und fang uns, kleiner Muck. So hatten wir schon oft unser Kurzweil getrieben. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich trieb's am ärgsten, denn ich zupfte ihn oft am Mäntelein und einmal trat ich ihm auch von hinten auf die großen Pantoffeln, dass er hinfiel. Dies kam mir nun höchst lächerlich vor. Aber das Lachen verging mir, als ich den kleinen Muck auf meines Vaters Haus zu gehen sah. Er ging richtig hinein und blieb einige Zeit dort. Ich versteckte mich an der Haustüre und sah den Muck wieder herauskommen, von meinem Vater begleitet, der ihn ehrerbietig an der Hand hielt und an der Türe unter vielen Bücklingen sich von ihm verabschiedete. Mir war gar nicht wohl zumute, ich blieb da ja lange in meinem Versteck. Endlich aber trieb mich der Hunger, den ich ärger fürchtete als Schläge, heraus und demütig und mit gesenktem Kopf trat ich vor meinen Vater. »Du hast, wie ich höre, den guten Muck beschimpft«, sprach er in einem sehr ernsten Tone. »Ich will dir die Geschichte dieses Muck erzählen, und du wirst ihn gewiss nicht mehr auslachen. Vor und nachher aber bekommst du das Gewöhnliche.« Das Gewöhnliche aber waren 25 Hiebe, die er nur allzu richtig aufzuzählen pflegte. Er nahm daher sein langes Pfeifenrohr, schraubte die Bernsteinmundspitze ab
und bearbeitete mich ärger als je zuvor. Als die 25 voll waren, befahl er mir, aufzumerken und erzählte mir von dem kleinen Muck. Der Vater des kleinen Muck, der eigentlich Mukra heißt, war ein angesehener, aber armer Mann hier in Nikea. Er lebte beinahe so einsiedlerisch wie jetzt sein Sohn. Diesen konnte er nicht wohl leiden, weil er sich seiner Zwergengestalt schämte und ließ ihn daher auch in Unwissenheit aufwachsen. Der kleine Muck war noch in seinem 16. Jahr ein lustiges Kind und der Vater, ein ernster Mann, tadelte ihn immer, dass er, der schon längst die Kinderschuhe zertreten haben sollte, noch so dumm und läppisch sei. Der Alte tat aber einmal einen bösen Fall, an welchem er auch starb und den kleinen Muck arm und unwissend zurückließ. Die harten Verwandten, denen der Verstorbene mehr schuldig war, als er bezahlen konnte, jagten den armen Kleinen aus dem Hause und rieten ihm, in die Welt hinauszugehen und sein Glück zu suchen. Der kleine Muck antwortete, er sei schon reisefertig, bat sich aber nur noch den Anzug seines Vaters aus. Und dieser wurde ihm auch bewilligt. Sein Vater nun war ein großer, starker Mann gewesen. Daher passten die Kleider nicht. Muck aber wusste bald Rat. Er schnitt ab, was zu lang war, und zog dann die Kleider an. Er schien aber vergessen zu haben, dass er auch in die Weite davon schneiden müsse. Daher sein sonderbarer Aufzug, wie er noch heute zu sehen ist. Der große Turban, der breite Gürtel, die weiten Hosen, das blaue Mäntelein. All dies sind Erbstücke seines Vaters, die er seitdem getragen hat. Den langen Damaszenerdolch seines Vaters aber steckte er in den Gürtel, ergriff ein Stöcklein und wanderte zum Tor hinaus. Fröhlich wanderte er den ganzen Tag, denn er war ja ausgezogen, um sein Glück zu suchen. Wenn er eine Scherbe auf der Erde im Sonnenschein glänzen sah, so steckte er sie gewiss zu sich, im Glauben, dass sie sich in den schönsten Diamanten verwandeln werde. Sah er in der Ferne die Kuppel einer Moschee wie Feuerstrahlen, sah er einen See wie einen Spiegel blinken, so eilte er voll Freude darauf zu, denn er dachte, in einem Zauberland angekommen zu sein. Aber ach, jene Trugbilder verschwanden in der Nähe, und nur allzu bald erinnerten ihn seine Müdigkeit und sein vor Hunger knurrender Magen, dass er noch im Lande der Sterblichen sich befinde. So war er 2 Tage gereist, unter Hunger und Kummer und verzweifelte, sein Glück zu finden. Die Früchte des Feldes waren seine einzige Nahrung, die harte Erde sein Nachtlager. Am Morgen des 3. Tages erblickte er von einer Anhöhe eine große Stadt. Hell leuchtete der Halbmond auf ihrem Zinn. Bunte Fahnen schimmerten auf den Dächern und schienen den kleinen Muck zu sich herzuwinken. Überrascht stand er stille und betrachtete Stadt und Gegend. Ja, dort wird Klein Muck sein Glück finden, sprach er zu sich und machte trotz seiner Müdigkeit einen Luftsprung. Dort oder nirgends. Er raffte alle seine Kräfte zusammen und schritt auf die Stadt zu. Aber obgleich sie ganz nahe schien, konnte er sie doch erst gegen Mittag erreichen. Denn seine kleinen Glieder versagten ihm beinahe gänzlich ihren Dienst. Und er musste sich oft in den Schatten einer Palme setzen, um auszuruhen. Endlich war er an dem Tor der Stadt angelangt. Er legte sein Mäntelein zurecht, band den Turban schöner um, zog den Gürtel noch breiter an und steckte den langen Dolch schiefer. Dann wischte er den Staub von den Schuhen, ergriff sein Stöcklein und ging mutig zum Tor hinein. Er hatte schon einige Straßen durchwandert, aber nirgends öffnete sich ihm die Türe. Nirgends rief man, wie er sich vorgestellt hatte, »Kleiner Muck, komm herein und iss und trink und lass deine Füßlein ausruhen.«
Er schaute gerade auch wieder recht sehnsüchtig an einem großen, schönen Haus hinauf. Da öffnete sich ein Fenster. Eine alte Frau schaute heraus und rief mit singender Stimme: Herr Bahai, Herr Bahai, gekocht ist der Brei. Den Tisch ließ ich decken, drum lasst es euch schmecken. Ihr Nachbarn herbei, gekocht ist der Brei. Die Türe des Hauses öffnete sich und Muck sah viele Hunde und Katzen hineingehen. Er stand einige Augenblicke in Zweifel, ob er der Einladung folgen sollte. Endlich aber fasste er sich ein Herz und ging in das Haus. Vor ihm her gingen ein paar junge Kätzlein. Und er beschloss, ihnen zu folgen, weil sie vielleicht die Küche besser wüssten als er. Als Muck nun die Treppe hinaufgestiegen war, begegnete er jener alten Frau, die zum Fenster herausgeschaut hatte. Sie sah ihn mürrisch an und fragte nach seinem Begehr. Du hast ja jedermann zu deinem Brei eingeladen, antwortete der kleine Muck. Und weil ich so gar hungrig bin, bin ich auch gekommen. Die Alte lachte und sprach: Woher kommst du denn, wunderlicher Gesell? Die ganze Stadt weiß, dass ich für niemand koche, als für meine lieben Katzen. Und hier und da lade ich ihnen Gesellschaft aus der Nachbarschaft ein, wie du ja siehst. Der kleine Muck erzählte der alten Frau, wie es ihm nach seines Vaters Tod so hart ergangen sei und bat sie, ihn heute mit ihren Katzen speisen zu lassen. Die Frau, welcher die treuherzige Erzählung des Kleinen wohlgefiel, erlaubte ihm, ihr Gast zu sein und gab ihm reichlich zu essen und zu trinken. Als er nun gesättigt und gestärkt war, betrachtete ihn die Frau lange und sagte dann: Kleiner Muck, bleibe bei mir in meinem Dienste. Du hast geringe Mühe und sollst dennoch gut gehalten sein. Der kleine Muck, dem der Katzenbrei geschmeckt hatte, willigte ein und wurde also der Bedienstete der Frau Ahavzi. Er hatte einen leichten, aber sonderbaren Dienst. Frau Ahavzi hatte nämlich 2 Kater und 4 Katzen. Diesen musste der kleine Muck alle Morgen den Pelz kämmen und mit köstlichen Salben einreiben. Wenn die Frau ausging, musste er auf die Katzen Achtung geben. Wenn sie aßen, musste er ihnen die Schüsseln vorlegen. Und nachts musste er sie auf seidenen Polstern legen und sie mit samtenen Decken einhüllen. Auch waren noch einige kleine Hunde im Haus, die er ebenfalls bedienen musste. Doch wurde mit diesen nicht so viel Umstände gemacht wie mit den Katzen, welche Frau Ahavzi wie ihre eigenen Kinder hielt. Übrigens führte Muck ein so einsames Leben wie in seines Vaters Haus. Denn außer der Frau sah er den ganzen Tag nur Hunde und Katzen. Eine Zeit lang ging es dem kleinen Muck ganz gut. Er hatte immer zu essen und wenig zu arbeiten. Und die alte Frau schien recht zufrieden mit ihm zu sein. Aber nach und nach wurden die Katzen unartig. Wenn die Alte ausgegangen war, sprangen sie wie besessen in den Zimmern umher, warfen alles durcheinander und zerbrachen manches schöne Geschirr, das ihnen im Weg stand. Wenn sie aber die Frau die Treppe heraufkommen hörten, verkrochen sie sich auf ihre Polster und wedelten ihr mit den Schwänzen entgegen, wie wenn nichts geschehen wäre. Die Frau Ahavzi geriet dann in Zorn, wenn sie ihre Zimmer so verwüstet sah, und schob alles auf Muck. Er mochte seine Unschuld beteuern, wie er wollte. Sie glaubte ihren Katzen, die so unschuldig aussahen, mehr als ihrem Diener. Der kleine Muck war sehr traurig, dass er also auch hier sein Glück nicht gefunden hatte, und beschloss bei sich, den Dienst der Frau Ahavzi zu verlassen. Da er aber auf seiner ersten Reise erfahren hatte, wie schlecht man ohne Geld lebt, so beschloss er, den Lohn, den ihm seine Gebieterin immer versprochen, aber nie gegeben hatte, sich auf irgendeine Art zu verschaffen. Es befand sich in dem Hause der Frau Ahavzi ein Zimmer, das immer verschlossen war und dessen Inneres er nie gesehen hatte.
Doch hatte er die Frau oft darin Rumoren gehört und er hätte oft für sein Leben gern gewusst, was sie dort versteckt habe. Als er nun an sein Reisegeld dachte, fiel ihm ein, dass dort die Schätze der Frau versteckt sein könnten. Aber immer war die Tür fest verschlossen und er konnte daher den Schätzen nie beikommen. Eines Morgens, als die Frau Ahavzi ausgegangen war, zupfte ihn eines der Hundlein, welches von der Frau immer sehr stiefmütterlich behandelt wurde, dessen Gunst er sich aber durch allerlei Liebesdienste in hohem Grade erworben hatte. An seinen weiten Beinkleidern und gebärdete sich dabei, wie wenn Muck ihm folgen sollte. Muck, welcher gerne mit den Hunden spielte, folgte ihm. Und siehe da, das Hundlein führte ihn in die Schlafkammer der Frau Ahavzi vor einer kleinen Türe, die er nie zuvor bemerkt hatte. Die Türe war halb offen. Das Hundlein ging hinein und Muck folgte ihm. Und wie freudig war er überrascht, als er sah, dass er sich in dem Gemach befand, das schon lange das Ziel seiner Wünsche war. Er spähte überall umher, ob er kein Geld finden könne, fand aber nichts. Nur alte Kleider und wunderlich geformte Geschirre standen umher. Eines dieser Geschirre zog seine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Es war von Kristall und schöne Figuren waren darauf ausgeschnitten. Er hob es auf und drehte es nach allen Seiten. Aber, oh Schrecken! Er hatte nicht bemerkt, dass es einen Deckel hatte, der nur leicht darauf hingesetzt war. Der Deckel fiel herab und zerbrach in 1000 Stücke. Lange stand der kleine Muck vor Schrecken leblos. Jetzt war sein Schicksal entschieden. Jetzt musste er entfliehen, sonst schlug ihn die Alte tot. Sogleich war auch seine Reise beschlossen. Und nur noch einmal wollte er sich umschauen, ob er nichts von den Habseligkeiten der Frau Ahavzi zu seinem Marsch brauchen könnte. Da fielen ihm ein paar mächtig große Pantoffeln ins Auge. Sie waren zwar nicht schön, aber seine eigenen konnten keine Reise mehr mitmachen. Auch zogen ihn jene wegen ihrer Größe an. Denn hatte er diese am Fuß, so mussten ihn hoffentlich alle Leute ansehen, dass er die Kinderschuhe vertreten habe. Er zog also schnell seine Töfflein aus und fuhr in die großen hinein. Ein Spazierstöcklein mit einem schön geschnittenen Löwenkopf schien ihm auch hier allzu müßig in der Ecke zu stehen. Er nahm es also mit und eilte zum Zimmer hinaus. Schnell ging er jetzt auf seine Kammer, zog sein Mäntlein an, setzte den väterlichen Turban auf, steckte den Dolch in den Gürtel und lief, so schnell ihn seine Füße trugen, zum Haus und zur Stadt hinaus. Vor der Stadt lief er aus Angst vor der Alten immer weiter fort, bis er vor Müdigkeit beinahe nicht mehr konnte. So schnell war er in seinem Leben nicht gegangen. Ja, es schien ihm, als könne er gar nicht aufhören zu rennen. Denn eine unsichtbare Gewalt schien ihn fortzureißen. Endlich bemerkte er, dass es mit den Pantoffeln eine eigene Bewandtnis haben müsse. Denn diese schossen immer fort und führten ihn mit sich. Er versuchte auf allerlei Weise stillzustehen, aber es wollte ihm nicht gelingen. Da rief er in der höchsten Not, wie man den Pferden zuruft, sich selbst zu: Ho, ho, halt, halt! Da hielten die Pantoffeln und Muck warf sich erschöpft auf die Erde nieder. Die Pantoffeln freuten ihn ungemein. So hatte er sich denn doch durch seine Dienste etwas erworben, das ihm in der Welt auf seinen Weg das Glück zu suchen forthelfen konnte. Er schlief trotz seiner Freude vor Erschöpfung ein, denn das Körpelein des kleinen Muck, das einen so schweren Kopf zu tragen hatte, konnte nicht viel aushalten. Im Traum erschien ihm das Hundlein, welches ihn im Haus der Frau Ahavzi zu den Pantoffeln verholfen hatte, und sprach zu ihm: Lieber Muck, du verstehst den Gebrauch der Pantoffeln noch nicht recht. Wisse, wenn du dich in ihnen dreimal auf den Absatz herumdrehst,
so kannst du hinfliegen, wohin du nur willst. Und mit dem Stöcklein kannst du Schätze finden. Denn wo Gold vergraben ist, da wird es dreimal auf die Erde schlagen. Bei Silber zweimal. So träumte der kleine Muck. Als er aber aufwachte, dachte er über den wunderbaren Traum nach und beschloss, alsbald den Versuch zu machen. Er zog die Pantoffeln an, lupfte einen Fuß und begann sich auf den Absatz umzudrehen. Wer es aber jemals versucht hat, in einem ungeheuren weiten Pantoffel dieses Kunststück dreimal hintereinander zu machen, der wird sich nicht wundern, wenn es dem kleinen Muck nicht gleich glückte. Besonders wenn man bedenkt, dass ihn sein schwerer Kopf bald auf diese, bald auf jene Seite hinüberzog. Der arme Kleine fiel einige Male tüchtig auf die Nase. Doch ließ er sich nicht abschrecken, den Versuch zu wiederholen. Und endlich glückte es. Wie ein Rad fuhr er auf seinen Absatz herum, wünschte sich in die nächste große Stadt und die Pantoffeln ruderten hinauf in die Lüfte, liefen mit Windeseile durch die Wolken und ehe sich der kleine Muck noch besinnen konnte, wie ihm geschah, befand er sich schon auf einem großen Marktplatz, wo viele Buden aufgeschlagen waren und unzählige Menschen geschäftig hin und her liefen. Er ging unter den Leuten hin und her, hielt es aber für ratsamer, sich in eine einsamere Straße zu begeben, denn auf dem Markt trat ihm bald da einer auf die Pantoffeln, dass er beinahe umfiel, bald stieß er mit seinem weit hinausstehenden Dolch einen oder den anderen an, dass er mit Mühe den Schlägen entging. Der kleine Muck bedachte nun ernstlich, was er wohl anfangen könnte, um sich ein Stück Geld zu verdienen. Er hatte zwar ein Stäblein, das ihm verborgene Schätze anzeigte, aber wo sollte er gleich einen Platz finden, wo Gold oder Silber vergraben wären? Auch hätte er sich zur Not für Geld sehen lassen können, aber dazu war er doch zu stolz. Endlich fiel ihm die Schnelligkeit seiner Füße ein. Vielleicht, dachte er, können mir meine Pantoffeln Unterhalt gewähren. Und er beschloss, sich als Schnellläufer zu verdingen. Da er aber hoffen durfte, dass der König dieser Stadt solche Dienste am besten bezahle, denn immerhin war er ja der König, so erfragte er den Palast. Unter dem Tor des Palastes stand eine Wache, die ihn fragte, was er hier zu suchen habe. Auf seine Antwort, dass er einen Dienst suche, wies man ihn zum Aufseher der Sklaven. Diesem trug er sein Anliegen vor und bat ihn, ihm einen Dienst unter den königlichen Boten zu besorgen. Der Aufseher maß ihn mit seinen Augen von Kopf bis zu den Füßen und sprach, »Weh, mit deinen Füßlein, die kaum so lang als eine Spanne sind, willst du königlicher Schnellläufer werden? Heb dich weg, ich bin nicht dazu da, mit jedem Narren Kurzweil zu machen.« Der kleine Muck versicherte ihm aber, dass es ihm vollkommen ernst sei mit seinem Antrag und dass er es mit dem Schnellsten auf eine Wette ankommen lassen wollte. Dem Aufseher kam die Sache gar lächerlich vor. Er befahl ihm, sich bis auf den Abend zu einem Wettlauf bereit zu halten, führte ihn in die Küche und sorgte dafür, dass ihm gehörig Speis und Trank gereicht wurde. Er selbst aber begab sich zum König und erzählte ihm vom kleinen Muck und seinem Anerbieten. Der König war ein lustiger Herr, daher gefiel es ihm wohl, dass der Aufseher der Sklaven den kleinen Menschen zu einem Spaß behalten habe. Er befahl ihm, auf einer großen Wiese hinter dem Schloss Anstalten zu treffen, dass das Wettlaufen mit Bequemlichkeit von seinem ganzen Hofstatt könnte gesehen werden. Und empfahl ihm nochmals, große Sorgfalt für den Zwerg zu haben. Der König erzählte seinen Prinzen und Prinzessinnen, was sie diesen Abend für ein Schauspiel haben würden. Diese erzählten es wieder ihren Dienerinnen, und als der Abend herankam, war man in gespannter Erwartung. Und alles, was Füße hatte, strömte hinaus auf die Wiese, wo Gerüste aufgeschlagen waren, um den großsprecherischen Zwerg laufen zu sehen.
Als der König und seine Söhne und Töchter auf dem Gerüst Platz genommen hatten, trat der kleine Muck heraus auf die Wiese und machte vor den hohen Herrschaften eine überaus zierliche Verbeugung. Ein allgemeines Freudengeschrei ertönte, als man des Kleinen ansichtig wurde. Eine solche Figur hatte man dort noch nie gesehen. Das Körperlein mit dem mächtigen Kopf, das Mäntelein und die weiten Beinkleider, der lange Dolch in dem breiten Gürtel, die kleinen Füßlein in den weiten Pantoffeln. Nein, es war zu drollig anzusehen, als dass man nicht hätte laut lachen sollen. Der kleine Muck ließ sich aber durch das Gelächter nicht irre machen. Er stellte sich stolz auf sein Stöcklein gestützt hin und erwartete seinen Gegner. Der Aufseher der Sklaven hatte nach Mucks eigenem Wunsche den besten Läufer ausgesucht. Dieser trat nun heraus, stellte sich neben den Kleinen und beide harrten auf das Zeichen. Da winkte Prinzessin Amasa, wie es ausgemacht war, mit ihrem Schleier und wie zwei Pfeile auf dasselbe Ziel abgeschossen, flogen die beiden Wettläufer über die Wiese hin. Von Anfang hatte Mucks Gegner einen bedeutenden Vorsprung. Aber dieser jagte ihm so auf seinen Pantoffelfuhrwerk nach, holte ihn ein, überfing ihn und stand längst am Ziele, als jener noch nach Luft schnappend daherlief. Verwunderung und Staunen fesselte einige Augenblicke die Zuschauer. Als aber der König zuerst in die Hände klatschte, da jauchzte die Menge und alle riefen: Hoch lebe der kleine Muck, der Sieger im Wettlauf! Man hatte indes den kleinen Muck herbeigebracht. Er warf sich vor dem König nieder und sprach: Großmächtigster König, ich habe dir hier nur eine kleine Probe meiner Kunst gegeben. Wolle nur gestatten, dass man mir eine Stelle unter den Läufern gebe. Der König aber antwortete ihm: Nein! Du sollst mein Leibläufer und immer um meine Person sein, lieber kleiner Muck. Jährlich sollst du 100 Goldstücke erhalten als Lohn und an der Tafel meiner ersten Diener sollst du speisen. So glaubte denn Muck, endlich das Glück gefunden zu haben, das er so lange suchte, und war fröhlich und wohlgemut in seinem Herzen. Auch erfreute er sich der besonderen Gnade des Königs, denn dieser gebrauchte ihn zu seinen schnellsten und geheimsten Sendungen, die er dann mit der größten Genauigkeit und mit unbegreiflicher Schnelle besorgte. Aber die übrigen Diener des Königs waren ihm gar nicht zugetan, weil sie sich ungern durch einen Zwerg, der nichts verstand als schnell zu laufen, in der Gunst ihres Herrn zurückgesetzt sahen. Sie veranstalteten daher so manche Verschwörung gegen ihn, um ihn zu stürzen. Aber alle schlugen fehl an dem großen Zutrauen, das der König in seinen geheimen Oberleibläufer, denn zu dieser Würde hatte er es in so kurzer Zeit gebracht, setzte. Muck, dem diese Begegnung gegen ihn nicht entgingen, sann nicht auf Rache. Dazu hatte er ein zu gutes Herz. Nein, auf Mittel dachte er, sich bei seinen Feinden notwendig und beliebt zu machen. Da fiel ihm sein Stäblein, das er in seinem Glück ganz außer Acht gelassen hatte, ein. Wenn er Schätze finde, dachte er, würden ihm die Herren schon geneigter werden. Er hatte schon oft gehört, dass der Vater des jetzigen Königs viele seiner Schätze vergraben habe, als der Feind sein Land überfallen. Man sagte auch, er sei darüber gestorben, ohne dass er sein Geheimnis habe seinem Sohn mitteilen können. Von nun an nahm Muck immer sein Stöcklein mit, in der Hoffnung, einmal an einem Ort vorüberzugehen, wo das Geld des alten Königs vergraben sei. Eines Abends führte ihn der Zufall in einen entlegenen Teil des Schlossgartens, den er wenig besuchte. Und plötzlich fühlte er das Stöcklein in seiner Hand zucken und dreimal schlug es gegen den Boden.
Nun wusste er schon, was dies zu bedeuten hatte. Er zog daher seinen Dolch heraus, machte Zeichen in die umstellenden Bäume und schlich sich wieder in das Schloss. Dort verschaffte er sich einen Spaten und wartete die Nacht zu seinem Unternehmen ab. Das Schatzgraben selbst machte übrigens dem kleinen Muck mehr zu schaffen, als er es geglaubt hatte. Seine Arme waren gar zu schwach, sein Spaten aber groß und schwer, und er mochte wohl 2 Stunden gearbeitet haben, ehe er ein paar Fuß tief gegraben hatte. Endlich stieß er auf etwas Hartes, das wie Eisen klang. Er grub jetzt emsiger, und bald hatte er einen großen, eisernen Deckel zutage gefördert. Er stieg selbst in die Grube hinab, um nachzuspähen, was wohl der Deckel könnte bedeckt haben, und fand richtig einen großen Topf mit Goldstücken angefüllt. Aber seine schwachen Kräfte reichten nicht hin, den Topf zu heben. Daher steckte er in seine Beinkleider und sein Gürtel, so viel er zu tragen vermochte. Und auch sein Mäntlein füllte er damit, bedeckte das Übrige wieder sorgfältig und lud es auf seinen Rücken. Aber wahrlich, wenn er die Pantoffeln nicht an den Füßen gehabt hätte, er wäre nicht vom Fleck gekommen. So zog ihn die Last des Goldes nieder. Doch unbemerkt kam er auf sein Zimmer und verwahrte dort sein Gold unter den Polstern seines Sofas. Als der kleine Muck sich im Besitz so vielen Goldes sah, glaubte er, das Blatt werde sich jetzt wenden und er werde sich unter seinen Feinden am Hofe viele Gönner und warme Anhänger erwerben. Aber schon daran konnte man erkennen, dass der gute Muck keine gar sorgfältige Erziehung genossen haben musste. Sonst hätte er sich wohl nicht einbilden können, durch Gold wahre Freunde zu gewinnen. Ach, dass er damals seine Pantoffeln geschmiert und sich mit seinen Mäntelein voll Gold aus dem Staub gemacht hätte. Das Gold, das der kleine Muck von jetzt an mit vollen Händen austeilte, erweckte den Neid der übrigen Hofbediensteten. Der Küchenmeister Huli sagte, er ist ein Falschmünzer. Der Sklavenaufseher Ahmed sagte, er hat's dem König abgeschwatzt. Archos, der Schatzmeister, aber sein ärgster Feind, der selbst hier und da einen Griff in des Königs Kasse tun mochte, sagte geradezu, er hat's gestohlen. Um nun ihre Sache gewiss zu sein, verabredeten sie sich, und der Obermundschenk Korchus stellte sich eines Tages recht traurig und niedergeschlagen vor die Augen des Königs. Er machte seine traurigen Gebärden so auffallend, dass ihn der König fragte, was ihm fehle. Antwortete er, ich bin so traurig, dass ich die Gnade meines Herrn verloren habe. Was fabelst du, Freund Korchus? Entgegnete ihm der König. Seit wann hätte ich die Sonne meiner Gnade nicht über dich leuchten lassen? Der Obermundschenk antwortete ihm, dass er ja den geheimen Oberleibläufer mit Gold belade, seinen armen, treuen Dienern aber nichts gebe. Der König war sehr erstaunt über diese Nachricht, ließ sich die Goldausteilung des kleinen Muck erzählen und die Verschworenen brachten ihm leicht den Verdacht bei, dass Muck auf irgendeine Art das Geld aus der Schatzkammer gestohlen habe. Sehr lieb war diese Wendung der Sache dem Schatzmeister, der ohnehin nicht gerne Rechnung ablegte. Der König gab daher den Befehl, heimlich auf alle Schritte des kleinen Muck Acht zu geben, um ihn womöglich auf der Tat zu ertappen. Als nun in der Nacht, die auf diesen Unglückstag folgte, der kleine Muck, da er durch seine Freigebigkeit seine Kasse sehr erschöpft sah, den Spaten nahm und in den Schlossgarten schlich, um dort von seinem geheimen Schatze neuen Vorrat zu holen,
folgten ihm von Weitem die Wachen. Von dem Küchenmeister Ahuli und Archas, dem Schatzmeister, angeführt. Und in dem Augenblick, da er das Gold aus dem Topf in sein Mäntelein legen wollte, fielen sie über ihn her, banden ihn und führten ihn sogleich vor den König. Dieser, den ohnehin die Unterbrechung seines Schlafes mürrisch gemacht hatten, empfing seinen armen Oberleibläufer sehr ungnädig und stellte sogleich das Verhör über ihn an. Man hatte den Topf vollends aus der Erde gegraben und mit dem Spaten und dem Mäntelein voll Gold vor die Füße des Königs gesetzt. Der Schatzmeister sagte aus, dass er mit seinen Wachen den Muck überrascht habe, wie er diesen Topf mit Gold gerade in die Erde gegraben habe. Der König befragte hierauf den Angeklagten, ob es wahr sei und woher er das Gold, das er vergraben, bekommen habe. Der kleine Muck, im Gefühl seiner Unschuld, sagte aus, dass er diesen Topf im Garten entdeckt habe, dass er ihn habe nicht ein, sondern ausgraben wollen. Alle Anwesenden lachten laut über diese Entschuldigung. Der König aber, aufs Höchste erzürnt über die vermeintliche Frechheit des Kleinen, rief aus: Wie, Elender! Du willst deinen König so dumm und schändlich belügen, nachdem du ihn bestohlen hast? Schatzmeister Archas, ich fordere dich auf zu sagen, ob du diese Summe Goldes für die nämliche erkennst, die in meinem Schatze fehlt. Der Schatzmeister aber antwortete, er sei seiner Sache ganz gewiss. So viel und noch mehr fehle seit einiger Zeit von dem königlichen Schatz. Und er könne einen Eid darauf ablegen, dass dies das Gestohlene sei. Da befahl der König, den kleinen Muck in enge Ketten zu legen und ihn in den Turm zu führen. Dem Schatzmeister aber übergab er das Gold, um es wieder in den Schatz zu tragen. Vergnügt über den glücklichen Ausgang der Sache, zog dieser ab und zählte zu Hause die blinkenden Goldstücke. Aber das hat dieser schlechte Mann niemals angezeigt, dass unten in dem Topf ein Zettel lag, der sagte: Der Feind hat mein Land überschwemmt. Daher verberge ich hier einen Teil meiner Schätze. Wer es auch finden mag, den treffe der Fluch seines Königs, wenn er es nicht sogleich meinem Sohne ausliefert. König Sadi. Der kleine Muck stellte in seinem Kerker traurige Betrachtung an. Er wusste, dass auf Diebstahl an königlichen Sachen der Tod gesetzt war, und doch mochte er das Geheimnis mit dem Stäbchen dem König nicht verraten, weil er mit Recht befürchtete, dieses und seiner Pantoffeln beraubt zu werden. Seine Pantoffeln konnten ihm leider auch keine Hilfe bringen, denn da er in engen Ketten an die Mauern geschlossen war, konnte er, so sehr er sich quälte, sich nicht auf dem Absatz umdrehen. Als ihm aber am anderen Tage sein Tod angekündigt wurde, da gedachte er doch, es sei besser, ohne das Zauberstäbchen zu leben, als mit ihm zu sterben. Ließ den König um geheimes Gehör bitten und entdeckte ihm das Geheimnis. Der König maß von Anfang an seinem Geständnis keinen Glauben bei. Aber der kleine Muck versprach eine Probe, wenn ihm der König zugestünde, dass er nicht getötet werden solle. Der König gab ihm sein Wort darauf und ließ, von Muck ungesehen, einiges Gold in die Erde graben und befahl diesem, mit seinem Stäbchen zu suchen. In wenigen Augenblicken hatte er es gefunden, denn das Stäbchen schlug deutlich dreimal auf die Erde. Da merkte der König, dass ihm sein Schatzmeister betrogen hatte und sandte ihm, wie es im Morgenland gebräuchlich ist, eine seidene Schnur, damit er sich selbst erdrossle. Zum kleinen Muck aber sprach er: Ich habe dir zwar dein Leben versprochen, aber es scheint mir, als ob du nicht allein dieses Geheimnis mit dem Stäbchen besitzt.
Darum bleibst du in ewiger Gefangenschaft, wenn du nicht gestehst, was für eine Bewandtnis es mit deinem Schnelllaufen hat. Der kleine Muck, den die einzige Nacht im Turm alle Lust zu längerer Gefangenschaft benommen hatte, bekannte, dass seine ganze Kunst in den Pantoffeln liege. Doch lehrte er den König nicht das Geheimnis von den dreimaligen Umdrehen auf dem Absatz. Der König schlüpfte selbst in die Pantoffeln, um die Probe zu machen, und jagte wie unsinnig im Garten umher. Oft wollte er anhalten, aber er wusste nicht, wie man die Pantoffeln zum Stehen brachte. Und der kleine Muck, der diese kleine Rache sich nicht versagen konnte, ließ ihn laufen, bis er ohnmächtig niederfiel. Als der König wieder zur Besinnung zurückgekehrt war, war er schrecklich aufgebracht über den kleinen Muck, der ihn so ganz außer Atem hatte laufen lassen. Ich habe dir mein Wort gegeben, dir die Freiheit und Leben zu schenken. Aber innerhalb 12 Stunden musst du mein Land verlassen. Sonst lasse ich dich aufknöpfen. Die Pantoffeln und das Stäbchen aber ließ er in seine Schatzkammer legen. So arm als je wanderte der kleine Muck zum Land hinaus. Seine Torheit verwünschend, die ihm vorgespielt hatte, er könne eine bedeutende Rolle am Hofe spielen. Das Land, aus dem er gejagt wurde, war zum Glück nicht groß. Daher war er schon nach 8 Stunden auf der Grenze. Obgleich ihn das Gehen, da er an seine lieben Pantoffeln gewöhnt war, sehr sauer ankam. Als er über der Grenze war, verließ er die gewöhnliche Straße, um die dichteste Einöde der Wälder aufzusuchen und dort nur sich zu leben. Denn er war allen Menschen gram. In einem dichten Walde traf er auf einen Platz, der ihm, zu dem Entschluss, den er gefasst hatte, ganz tauglich schien. Ein klarer Bach, von großen schattigen Feigenbäumen umgeben, ein weicher Rasen, luden ihn ein. Hier warf er sich nieder mit dem Entschluss, keine Speise mehr zu sich zu nehmen, sondern hier den Tod zu erwarten. Über traurigen Todesbetrachtung schlief er ein. Als er aber wieder aufwachte und der Hunger ihn zu quälen anfing, bedachte er doch, dass der Hungertod eine gefährliche Sache sei und sah sich um, ob er nirgends etwas zu essen bekommen könnte. Köstliche, reife Feigen hingen an dem Baume, unter welchem er geschlafen hatte. Er stieg hinauf, um sich einige zu pflücken, ließ es sich trefflich schmecken und ging dann hinunter an den Bach, um seinen Durst zu löschen. Aber wie groß war sein Schrecken, als ihm das Wasser seinen Kopf mit 2 gewaltigen Ohren und einer dicken, langen Nase geschmückt zeigte. Bestürzt griff er mit den Händen nach den Ohren und wirklich, sie waren über 1/2 Elle lang. »Ich verdiene Eselsohren«, rief er aus, »denn ich habe mein Glück wie ein Esel mit Füßen getreten.« Er wanderte unter den Bäumen umher, und als er wieder Hunger fühlte, musste er noch einmal zu den Feigen seine Zuflucht nehmen, denn sonst fand er nichts Essbares an den Bäumen. Als ihm über der 2. Portion Feigen einfiel, obwohl seine Ohren nicht unter seinem großen Turban Platz hätten, damit er doch nicht gar zu lächerlich aussehe, fühlte er, dass seine Ohren verschwunden waren. Er lief sogleich an den Bach zurück, um sich davon zu überzeugen. Und wirklich, es war so. Seine Ohren hatten ihre vorige Gestalt. Seine lange, unförmliche Nase war nicht mehr. Jetzt merkte er aber, wie dies gekommen war. Von dem 1. Feigenbaum hatte er die lange Nase und die Ohren bekommen. Der 2. hatte ihn geheilt. Freudig erkannte er, dass sein gütiges Geschick ihm noch einmal die Mittel in die Hand gebe, glücklich zu sein. Er pflückte daher von jedem Baum so viel, wie er tragen konnte, und ging in das Land zurück,
das er vor kurzem verlassen hatte. Dort machte er sich in dem ersten Städtchen durch andere Kleider ganz unkenntlich und ging dann weiter auf die Stadt zu, die jener König bewohnte, und kam auch bald dort an. Es war gerade zu einer Jahreszeit, wo reife Früchte noch ziemlich selten waren. Der kleine Muck setzte sich daher unter das Tor des Palastes, denn ihm war von früherer Zeit her wohl bekannt, dass hier solche Seltenheiten von dem Küchenmeister für die königliche Tafel eingekauft wurden. Muck hatte noch nicht lange gesessen, als er den Küchenmeister über den Hof herüberschreiten sah. Er musterte die Waren der Verkäufer, die sich am Tor des Palastes eingefunden hatten. Endlich fiel sein Blick auf Mucks Körbchen. »Ah, ein seltener Bissen«, sagte er, »der Ihre Majestät gewiss behagen wird.« »Was willst du für den ganzen Korb?« Der kleine Muck bestimmte einen mäßigen Preis, und sie waren bald des Handels einig. Der Küchenmeister übergab den Korb einen Sklaven und ging weiter. Der kleine Muck aber machte sich einstweilen aus dem Staub, weil er befürchtete, wenn sich das Unglück an den Köpfen des Hofes zeigte, möchte man ihn als Verkäufer aufsuchen und bestrafen. Der König war über Tisch sehr heiter gestimmt und sagte seinem Küchenmeister einmal über das andere Lobsprüche wegen seiner guten Küche und der Sorgfalt, mit der er immer das Seltenste für ihn aussuche. Der Küchenmeister aber, welcher wohl wusste, welchen Leckerbissen er noch im Hintergrund habe, schmunzelte gar freundlich und ließ nur einzelne Worte fallen, als »Es ist noch nicht aller Tage Abend« oder »Ende gut«, »Alles gut«, sodass die Prinzessinnen sehr neugierig wurden, was er wohl noch bringen werde. Als er aber die schönen, einladenden Feigen aufsetzen ließ, da entfloh ein allgemeines »Ah!« dem Munde der Anwesenden. »Wie reif, wie appetitlich«, rief der König. »Küchenmeister, du bist ein ganzer Kerl und verdienst unsere ganz besondere Gnade.« Also sprechend teilte der König, der mit solchen Leckerbissen sehr sparsam zu sein pflegte, mit eigener Hand die Feigen an seiner Tafel aus. Jeder Prinz und jede Prinzessin bekam 2. Die Hofdamen und die Visiere und Agas 1. Die übrigen stellte er vor sich hin und begann mit großem Behagen sie zu verschlingen. Aber lieber Gott, wie siehst du so wunderlich aus, Vater?« rief auf einmal die Prinzessin Amasa. Alle sahen den König erstaunt an. Ungeheure Ohren hingen ihm am Kopf. Eine lange Nase zog sich über sein Kinn herunter. Auch sich selbst betrachteten sie untereinander mit Staunen und Schrecken. Alle waren mehr oder minder mit dem sonderbaren Kopfputz geschmeckt. Man denke sich den Schrecken des Hofes. Man schickte sogleich nach allen Ärzten der Stadt. Sie kamen haufenweise, verordneten Pillen und Mixturen, aber die Ohren und die Nasen blieben. Man operierte einen der Prinzen, aber die Ohren wuchsen nach. Muck hatte die ganze Geschichte in seinem Versteck, wohin er sich zurückgezogen hatte, gehört und erkannte, dass es jetzt Zeit sei, zu handeln. Er hatte sich schon vorher von dem aus den Feigen gelösten Geld einen Anzug verschafft, der ihn als Gelehrten darstellen konnte. Ein langer Bart aus Ziegenhaar vollendete die Täuschung. Mit einem Säckchen voll Feigen wanderte er in den Palast des Königs und bot als fremder Arzt seine Hilfe an. Man war von Anfang sehr ungläubig. Als aber der kleine Muck eine Feige einem der Prinzen zu essen gab und Ohren und Nase dadurch in den alten Zustand zurückbrachte,
Da wollte alles von dem fremden Arzte geheilt sein. Aber der König nahm ihn schweigend bei der Hand und führte ihn in sein Gemach. Dort schloss er eine Türe auf, die in die Schatzkammer führte, und winkte Muck, ihm zu folgen. »Hier sind meine Schätze«, sprach der König. »Wähle dir, was es auch sei, es soll dir gewährt werden, wenn du mich nur von diesem schmachvollen Übel befreist.« Das war süße Musik in des kleinen Muck Ohren. Er hatte gleich beim Eintritt seine Pantoffeln auf dem Boden stehen sehen. Gleich daneben lag auch sein Stäbchen. Er ging nun umher in dem Saal, wie wenn er die Schätze des Königs bewundern wollte. Kaum aber war er an seinen Pantoffeln gekommen, so schlüpfte er eilends hinein. Er griff sein Stäbchen, riss seinen falschen Bart herab und zeigte dem erstaunten König das wohlbekannte Gesicht seines verstoßenen Muck. »Treuloser König«, sprach er, »der du treue Dienste mit Undank lohnst, nimm als wohlverdiente Strafe die Missgestalt, die du trägst. Die Ohren lasse ich dir zurück, damit sie dich täglich erinnern an den kleinen Muck.« Als er so gesprochen hatte, drehte er sich schnell auf dem Absatz herum, wünschte sich weit hinweg, und ehe noch der König um Hilfe rufen konnte, war der kleine Muck entflohen. Seitdem lebt der kleine Muck hier in großem Wohlstand, aber einsam, denn er verachtet die Menschen. Er ist durch Erfahrung ein weiser Mann geworden, welcher, wenn auch sein Äußeres etwas Auffallendes haben mag, deine Bewunderung mehr als deinen Spott verdient. So erzählte mir mein Vater. Ich bezeugte ihm meine Reue über mein rohes Betragen gegen den guten kleinen Mann. Und mein Vater schenkte mir die andere Hälfte der Strafe, die er mir zugedacht hatte. Ich erzählte meinen Kameraden die wunderbaren Schicksale des Kleinen. Und wir gewannen ihn so lieb, dass ihn keiner mehr schimpfte. Im Gegenteil, wir ehrten ihn, solange er lebte, und haben uns vor ihm immer so tief wie vor Kadi und Mufti gebückt.